Okay, ich fange mal an. Wir haben im Moment 21 Zuschauer. Willkommen an alle. Willkommen zur Online-Expertenrunde von TISOVA, wie man Gewalt gegen ältere Frauen entgegenwirken kann. Dieses Webinar wird ungefähr 2,5 Stunden dauern und wird daher um 12.30 Uhr enden. Ich hoffe, es geht Ihnen gut und Sie sind gesund. Next. Erstens würde ich Ihnen gerne von mir erzählen. Mein Name ist Lina Piskenick und ich werde heute Ihre Moderatorin sein. Wenn Sie einen Akzent von mir hören, dann sind es wahrscheinlich meine amerikanischen Wurzeln. Ich studierte internationale Beziehungen auf der Florida State University und machte meinen Masters auf der Diplomatischen Akademie in Wien. Ich bin die Digital- und Social-Media-Koordinatorin von Wave Network und arbeite bei Wave seit 2015. Für die, die Wave noch nicht kennen, Wave steht für Women Against Violence Europe. Das Wave-Netzwerk ist eine formelle Netzwerk-NGO, die sich aus europäischen Frauen-NGOs zusammensetzt, die im Bereich der Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Kinder tätig sind. Ziel des Wave-Netzwerks ist es, die Menschenrechte von Frauen und Kindern im Allgemeinen zu fördern und zu stärken und Gewalt gegen Frauen und Kinder im Besonderen zu verhindern. Wir streben die Gleichstellung der Geschlechter durch die Beseitigung aller Formen von Gewalt gegen Frauen an. Wave ist das einzige europäische Netzwerk, das sich ausschließlich auf die Beseitigung von Gewalt gegen Frauen und Kindern konzentriert. So, jetzt wissen Sie hoffentlich genug über mich. Next. Wie Sie schon wissen, wird der Event ungefähr 2,5 Stunden dauern. Ich werde die Veranstaltung mit einer kurzen Präsentation über das TISOVA-Projekt beginnen. Bitte beachten Sie, dass nach jeder Präsentation eine kurze Fragerunde stattfinden wird. Und nach der allerletzten Präsentation können wir eine größere Diskussion über das Thema führen. Doktorin Birgit Haller vom Institut für Konfliktforschung in Wien wird eine Rede über Partnergewalt gegen ältere Frauen halten. Danach wird Diplom-Sozialarbeiterin Ursula Kusig von der Wiener Frauenberatung Notruf bei sexueller Gewalt über sexualisierte Gewalt gegen ältere Frauen präsentieren. Danach werden wir eine kurze Pause machen. Und letztlich haben wir die Ehre, diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin Magister Sabine Rupert über institutionelle Gewalt sprechen zu hören. Next. Hier haben wir nur ein paar Punkte zum Ablauf des Webinars. Sie sind automatisch stumm geschalten und das Webinar wird aufgenommen und eventuell auf der Wave-Website zur Verfügung gestellt. Wie Sie sehen, gibt es mehrere Möglichkeiten, während des Webinars Fragen zu stellen. Weiter. Wenn Sie eine Frage haben, bitte schreiben Sie die in den Textchat. Wenn Ihre Frage an einer bestimmten Vortragenden gerichtet ist, geben Sie dies bitte unbedingt an. Wir werden unser Bestes tun, jede Frage möglich in der dafür vorhergesehenen Zeit zu beantworten. So, jetzt haben wir mal das Ablaufen geklärt von dem Event und ich kann mal mit meiner Präsentation über das TISOVA-Projekt anfangen.
Weiter. Was ist das Sofa? Ältere Menschen sind Vernachlässigung, physischem, sexuellem, psychischen und finanziellen Missbrauch ausgesetzt. All diese Formen des Missbrauchs können von Ehegatten, Partnern, erwachsenen Kindern, Enkelkindern, anderen Verwandten oder Betreuern begangen werden. Daher ist es von großer Bedeutung, bei der Identifizierung und Unterstützung älterer Missbrauchsopfer direkt und effektiv mit Seniorenzentren und Senioren zusammenzuarbeiten. Laut der Weltgesundheitsorganisation hat etwa jede sechste Person, die 60 Jahre und älter ist, im vergangenen Jahr irgendeine Form von Missbrauch in kommunalen Einrichtungen erlebt. Es wird erwartet, dass die Misshandlung älterer Menschen zunehmen wird, da viele Länder eine rasch alternde Bevölkerung haben. Deswegen ist das TISOVA-Projekt wichtig. TISOVA, oder Training to Identify and Support Older Victims of Abuse, zielt auf die Verbreitung von Informationen zur Identifizierung älterer Missbrauchsopfer ab und bietet darüber hinaus Schulungen und Online-Bildungsprogramme für drei Zielgruppen an. Fachleute und Freiwillige in Seniorenzentren, die älteren Missbrauchsopfern Hilfe leisten und Senioren selbst. Next. TISOVA hat 5 Projektpartner in 4 Ländern. Das Unterstützungs- und Informationszentrum für Frauen in Tartu, Estland, Union der Frauenverbände der Präfektur Heraklion in Kreta, Griechenland, das Alter Stärken Koop in Vanta, Finnland, die Universität Tartu in Estland und natürlich Women Against Violence in Wien, Österreich. Next. Die Hauptziele des Projekts sind Mitarbeiter, Freiwillige und Freiwillige von Seniorenzentren und ältere Menschen darin zu schulen, ältere Opfer von Missbrauch zu erkennen und ihnen Hilfe zu leisten. Ein interaktives Schulungsprogramm zu entwerfen, das aktive und innovative Lernmöglichkeiten bietet, um Schlüsselgruppen über Gewalt gegen ältere Menschen, insbesondere Frauen, aufzuklären. Die Fähigkeit, derjenige zu stärken, die mit älteren Menschen arbeiten, zum Beispiel in Seniorenzentren, auf die spezifischen Bedürfnisse älterer weiblicher Opfer einzugehen. Zu einem besseren Verständnis der Erfahrungen und Bedürfnisse älterer weiblicher Opfer häusliche Gewalt beizutragen und sie zu befähigen, Hilfe zu suchen oder andere Maßnahmen zu ergreifen, um den Kreislauf der Gewalt zu durchbrechen. Und einen Beitrag zur Umsetzung der Politik zur Misshandlung ältere Menschen in die Praxis zu leisten, insbesondere in Bezug auf geschlechtsspezifischen Fragen. Weiter. Das TISOVA-Projekt endet offiziell im Dezember dieses Jahres, was bedeutet, dass alle Projektergebnisse abgeschlossen sind. Dies ist eine großartige Nachricht für Sie, denn alle Ergebnisse sind frei verwendbar und auf unserer Website verfügbar. Darüber hinaus sind fast alle Ergebnisse auf Deutsch. Nur der analytische Bericht ist ausschließlich auf Englisch. Wenn Sie Kollegen oder Kolleginnen in Griechenland, Estland oder Finnland haben, wird es Sie natürlich freuen zu erfahren, dass die Projektoutputs auch in Ihrer eigenen Sprache verfügbar sind. Der analytische Bericht ist nur in Englisch erhältlich, enthält aber dennoch sehr nützliche Informationen über Statistiken zur Misshandlung älterer Menschen und Empfehlungen an der Politik. Das Trainingshandbuch hilft Fachkräfte, Freiwillige und ältere Menschen und ist in 4 Teile gegliedert. Der erste Teil ist für alle Zielgruppen bestimmt. Der zweite Teil richtet sich an Fachleute aus dem Sozial- und Gesundheitswesen, berücksichtigt aber auch die Bedürfnisse der Freiwilligen. Die kurzen getrennten Abschnitte für Freiwillige und ältere Menschen konzentrieren sich auf zusätzlich erforderliches Wissen, um auf ihre spezifischen Bedürfnisse einzugehen und Überschneidungen mit dem Abschnitt für Fachkräfte zu minimieren. Der Abschnitt für Fachkräfte enthält Anleitungen, wie Fachkräfte und Freiwillige in diesem Bereich ausgebildet werden können und wie Interventionen für ältere Menschen organisiert werden können. Next. Der Trainingskurs vermittelt Kenntnisse, wie man ältere weibliche Opfer erkennt und Möglichkeiten, sie zu stärken. Dieser Kurs richtet sich an Menschen, die in Senioren-Tagespflegezentren engagiert sind.
Es wird nicht nur theoretisches Material abgedeckt, sondern auch praktische Kenntnisse vermittelt, die von Fachkräften verwendet werden können, die auf dem Gebiet arbeiten. Diesen Trainingskurs gibt es nicht nur in Deutsch, Englisch, Griechisch und Estnisch, aber auch auf Russisch. Der Leitfaden zeigt, wie der Online-Kurs und die Ausbildungsmaterialien am besten benutzt werden können. Und die Broschüre ist eine schnelle Einführung in die CISOVA-Unterlagen. Es werden die verschiedenen Arten gezeigt, wie man die Unterlagen verwenden kann. Zum Beispiel kann man selber ein Training vor Ort organisieren oder auch als E-Learning-Programm zu dieser Zeit. Ich würde nur gerne wiederholen, dass das alles gratis ist. Sie können sich das alles gratis runterladen. Sie können den Kurs gratis nehmen auf unserer Website. Next. Und das war nur eine ganz, ganz schnelle Einführung in das CISOVA-Projekt von mir. Wenn Sie Fragen haben oder wenn Sie das alles runterladen wollen, können Sie entweder mir schreiben oder Sie können auch auf die Website selber gehen. Und es würde mich freuen, mit Ihnen weiter über das CISOVA-Projekt zu reden. Wenn es Fragen gibt, dann frage ich Sie, das bitte in den Chat jetzt zu schreiben. Und ja, wenn es keine Fragen gibt, ich meine, der Chat schaut ziemlich ruhig aus im Moment, aber man kann mich auch am Ende Fragen stellen, das ist kein Problem. Dann könnten wir einfach direkt weitergehen dann zur Doktorin Birgit Haller. Doktorin Birgit Haller ist wissenschaftliche Leiterin des Instituts für Konfliktforschung in Wien. Außerdem ist sie auch Politikwissenschaftlerin und Juristin. Ihr Forschungsschwerpunkt ist seit mehr als 20 Jahren familiäre Gewalt bzw. Partnergewalt. Doktorin Haller hat an mehreren EU-Projekten zu diesem Thema teilgenommen und ist in verschiedenen EU-Netzwerken als Expertin für die Situation in Österreich zuständig. Dr. Haller? So, jetzt bin ich laut geschaltet, gell? Okay. Ist das, was man im Hintergrund hört, eine Übersetzung? Weil ich habe die ganze Zeit während der Einführung im Hintergrund jemanden sprechen hören. Oh ja, das ist die Chefin nebenan. Okay, nein, ich tut mir leid. okay, gut. Es hat noch ein bisschen gestört. Okay. Wir haben am Institut für Konfliktforschung an mehreren Projekten gearbeitet, bei denen Gewalt gegen ältere Frauen im Vordergrund gestanden ist. Und wir haben bei einem Projekt Interviews durchgeführt mit 10 gewaltbetroffenen älteren Frauen. Die hat eine Kollegin von mir durchgeführt, Helga Amesberger. Und auf die möchte ich jetzt eingehen. Die Frauen waren zwischen 62 und 88 Jahre alt. Das heißt, also die waren damals noch im Zweiten Weltkrieg oder kurz danach geboren. Die haben alle, als wir mit ihnen gesprochen haben, jahrzehntelang in gewalttätigen Beziehungen gelebt. Die meisten haben in den Interviews von psychischer und physischer Gewalt gesprochen. Ein Großteil auch über finanzielle Gewalt. Und immerhin 3 haben ganz konkret auch sexuelle oder sexualisierte Gewalt angesprochen. Bei 2 anderen gab es Hinweise in diese Richtung, aber es wurde nicht offen thematisiert. 9 von diesen 10 Frauen haben erlebt, dass die Übergriffe während ihrer Ehe kontinuierlich zugenommen haben. Also es gibt ja manchmal so die Vermutung, dass wenn der Gewalttäter älter wird, gebrechlicher wird, dass dann die Gewaltkurve runtergeht. Das hat sich bei uns nicht bestätigt, das scheint nicht zu stimmen, sondern es hat die Gewalt eigentlich zugenommen, wobei ein ganz besonderer Einschnitt die Pensionierung des Partners war, das weiß man auch aus anderen Untersuchungen, so dieses Verlieren der Bedeutung, die Männer dadurch erleben, dass sie in Pension gehen, dass sie früh pensioniert sind, dass sie arbeitslos sind.
das schlägt oft um in Gewalt gegen die Partnerin. Das hat damit zu tun, man verliert sozusagen den Lebensinhalt, man verliert den sozialen Status. Und das können offenkundig manche Männer nicht gut verkraften. Bei den Frauen, mit denen wir gesprochen haben, ist sozusagen eine Art Gewöhnung, ich sage es ganz bewusst und auch in Anführungszeichen, eine Art Gewöhnung an die Gewalt eingetreten, in dem Sinn, dass sie Verhaltensweisen entwickelt haben, mit dieser Gewalt umzugehen oder sich davor zu schützen. Also zum Beispiel durch Flucht in Krankheit, Flucht in Sucht, in Arbeit, aber auch die Bekämpfung von Ängsten mit Psychopharmaka zum Beispiel. Bei dem Blick auf das Konfliktverhalten dieser Frauen in ihrer Partnerschaft gab es so groß gefasst drei verschiedene Typen von Reaktionen. Nämlich das eine war Unterordnung, das andere war Selbstbehauptung und das dritte war sozusagen das sich angewöhnen oder etablieren von Schutzmaßnahmen. Die Unterordnung passt sozusagen in gewisser Hinsicht zum Frauenbild. Es wird ja von Frauen und man muss bedenken, das ist eine Altersgruppe, die sozusagen auch noch ein Stück anders weit sozialisiert worden ist, nach dem Zweiten Weltkrieg. Also es ist eine Altersgruppe, die sowieso gelernt hat, ein ganz spezifisches, traditionelles Frauenbild, die sich sowieso dieses Frauenbild angeeignet hat oder in dem sozialisiert wurde. Sprich, dieses Unterordnen ist sozusagen, passt sozusagen in dieses Bild. Die Hoffnung dabei ist natürlich, wenn man sich unterordnet, dass man sozusagen unsichtbar wird. Und wenn man unsichtbar wird, ist man nicht mehr als Opfer präsent. Aber diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Also so unsichtbar konnten die Frauen dann gar nicht werden, dass sie nicht mehr Opfer gewesen wären. Selbstbehauptung hat auch eine sehr große Bandbreite von Reaktionsweisen. Entweder durch das Schaffen eines persönlichen Freiraums, durch Trennungen, auch durch kurzfristige Trennungen, auch zum Beispiel durch das Trennen von den Schlafräumen zum Beispiel, also dass man einfach sozusagen die Wohnung umdefiniert hat und die Frau es ihr möglich war, sozusagen einen kleinen Platz für sich selbst und nur für sich zu haben. Und ein ganz wichtiger Aspekt dieser Selbstbehauptung ist die Strategie, das soziale Umfeld in Versuche, die Gewalt zu beenden, einzubinden. Das dritte Muster, das ich angesprochen habe, war das Etablieren von Schutzmechanismen. Das ist wieder ein defensives Muster. Das sind eben die Fluchtorte, die ich schon kurz angesprochen habe, wie Flucht in Krankheit, Bekämpfung von Angst mit Psychopharmaka und so weiter. Was wir interessant gefunden haben bei den Interviews, das ist, dass das Konfliktverhalten stark abhängt von der Generationenzugehörigkeit. Also wenn die Frauen sehr jung waren, als sie geheiratet haben, wir hatten Frauen, die haben mit 16, 17 geheiratet oder wurden verheiratet. Wenn die sehr jung geheiratet haben, haben sie weniger Strategien der Selbstbehauptung angewendet. Bei denen dominiert sozusagen Unterwerfung als Umgangsmodell. Und das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass diese Frauen auch in sehr patriarchalen Familien aufgewachsen sind, dort sozusagen die Unterwerfung schon einmal gelernt haben und dann sozusagen der Wechsel von der Familie, dem Familienvater, der alles dominiert, zum Ehemann, der jetzt dominiert, offenkundig ein kleiner Schritt war, so dass man nicht die Chance hat, Konfliktlösungsstrategien zu entwickeln und dass man, das hat sich auch gezeigt bei den Interviews, emotional besonders verbunden war mit dem Partner. Also im Sinn von Trennungen waren besonders schwierig. Der deutlichste Ausdruck von Selbstbehauptung sind Trennungen. Wobei eindrucksvoll war, wie einzelne Frauen ihre Trennung vom Partner vorbereitet haben, wie lange sie das vorbereitet haben. Zum Beispiel hat eine Zusatzausbildung gemacht, von der der Partner gar nichts wusste. Sie hat ein finanzielles Standbein gebraucht, sie hätte sich eine Trennung nicht leisten können. Eine andere Frau hat sich heimlich bei einer Wohnbaugenossenschaft angemeldet
und hat es dann auch geschafft, dorthin zu übersiedeln. Eine weitere hat sich in einem Pensionistenheim angemeldet, ohne dass ihr Mann das mitbekommen hat, und ist dann sozusagen direkt aus der ehelichen Wohnung in das Pensionistenheim gezogen und hat sich damit ihm entzogen. Die meisten Frauen haben mehrfach versucht, sich von ihrem Partner, vom gewalttätigen Ehemann zu trennen, beziehungsweise scheiden zu lassen. Zwei haben allerdings zum Beispiel ihren Mann nach einer längeren Trennungsphase wieder geheiratet. Dabei spielt sicher eine Rolle bei diesem Mehrfachtrennen, bei Scheidungen, sich überlegen, zurückziehen und so weiter, spielt sicher eine Rolle, dass diese Scheidungsverfahren höchst problematisch waren. Die haben teilweise Jahre gedauert. Die Männer, der Ehemann hat versucht, alles Mögliche zu sabotieren, auf der finanziellen Ebene, der Versorgungsebene ohnehin. Viele Frauen haben dann letztlich Vereinbarungen in der Scheidung zugestimmt, die für sie extrem negativ waren, also auf einer finanziellen Ebene im Regelfall extrem negativ, aber sie haben es nicht mehr ertragen. Sie mussten raus aus dieser Beziehung, egal was es kostet sozusagen. Was natürlich bei Eigentumsaufteilungen, bei Versorgungsansprüchen in der Pension zu wahnsinnigen Benachteiligungen führt. Ein Punkt, der uns besonders interessiert hat, ist, warum die Frauen eigentlich so lange in gewalttätigen Beziehungen geblieben sind. Und das sind ja nicht nur diese 10, mit denen wir gesprochen haben, sondern das betrifft ja ganz allgemein Frauen in gewalttätigen Beziehungen. Es ist so unheimlich schwierig, sich zu trennen und den Partner zurückzulassen. Die Frauen, mit denen wir gesprochen haben, haben das selber nicht mehr verstanden, warum sie so lange in der Beziehung waren. Das hat viel zu tun ich habe es schon erwähnt, Sozialisationserfahrungen, mit Machtverhältnissen. Es waren institutionelle Zwänge, es war aber auch sozusagen Persönlichkeitsstruktur, es waren gesellschaftliche Normen. Zu den gesellschaftlichen Normen gehört, und das ist natürlich auch wieder ein Spezifikum für die Gruppe, mit der wir gesprochen haben, dass die wesentlich stärker in gesellschaftliche Vorstellungen eingebunden worden waren, als jüngere Frauen heute das sind. Also zum Beispiel gab es in den 1960er und 1970er Jahren am Land eigentlich keine Ehescheidungen. Das heißt aber auch, wenn sich jemand scheiden lassen wollte, dann hatte diese Frau einen sehr schlechten Ruf im Sinn von, die schafft es ja nicht einmal, ihren Mann zu behalten. Also das ging alles sozusagen auf ihre Kappe und waren dann als Folge der Sozialisation auch für sie ganz besonders mit Scham besetzt. Und sie waren sozusagen schuld, auch in ihrem eigenen Blickwinkel. Sie waren schuld daran, dass das Ganze nicht funktioniert hat. Existenzielle Ängste versteht sich von selbst. Das ist noch dazu eine Gruppe, die kaum berufstätig war oder wenn, dann sozusagen gemeinsam mit dem Mann im Unternehmen des Mannes nicht angemeldet waren, keine Versicherungszeiten erworben haben. Die Sorge um die Kinder, und zwar auch wieder ganz stark unter dem Aspekt, meine armen Kinder haben dann keinen Vater mehr. Was macht das sozusagen in der Umgebung aus? Wie werden die von Kollegen und Kolleginnen behandelt? Ein weiterer Punkt für das Verbleiben in Beziehungen, der sehr spezifisch wieder ist, altersspezifisch oder generationsspezifisch ist, ist die geringe Gewaltsensibilität in dieser Gruppe. Das heißt, wir waren eigentlich überrascht, ab welcher Form von Gewalt ein Verhalten des Mannes erst als Gewalt definiert oder empfunden worden ist. Ja? Also eine Ohrfeige ist keine Gewalt, war für diese Frauen keine Gewalt. Das war normal, mit dem sind sie ja zu Hause aufgewachsen. Ja. Geändert hat sich das dann, wenn es schwere Gewalt gegeben hat. Und das war für die Frauen dann eben oft auch der Auslöser für die Trennung. Die ganz konkrete, unmittelbare Angst, eine solche Gewalteskalation beim nächsten Mal nicht zu überleben.
es waren sehr schwere Gewaltvorfälle. Oder es gab andere Frauen, und das war aber die geringere Zahl, Frauen, die irgendwann gesehen haben, der wird sich nicht ändern. Und wenn er es nach jedem Gewaltvorfall verspricht und sagt, das wird alles anders sein und ich werde nie wieder, ist es bei ihnen so oft passiert, dass sie diesbezüglich enttäuscht wurden, dass sie irgendwann gewusst haben, das geht nicht. Und wenn ich so wenigstens einen ruhigen Lebensabend haben will, dann muss ich von diesem Mann weg. Also das waren eigentlich so die zwei Gründe, die die Frauen dann letztendlich dazu gebraucht haben und ihnen die letzte Kraft gegeben haben, sich wirklich auch für eine Trennung zu entscheiden. Also Todesangst und die Einsicht, dass ein ruhiges Leben, ein selbstbestimmtes Leben eine Trennung erforderlich macht. Kurz habe ich schon dazu gesagt, eigentlich ist es so, dass erst wenn die Frau sich trennen will, die Frauen sich trennen wollten, sie ganz konkret angefangen haben, sich Unterstützung zu suchen. Insbesondere bei erwachsenen Söhnen und Töchtern, teilweise bei Freundinnen. Wobei gerade auf der Ebene Eltern-Kinder es auch wieder eine sehr schwierige Situation ist, weil die Söhne und Töchter, die Erwachsenen, ja auch Eigeninteressen verfolgen. Weil die Tatsache, dass die Mutter sich trennen will und dabei Hilfe braucht, zum Beispiel bedeuten kann, dass man sich auch dem Vater gegenüber verpflichtet fühlt und auch wenn man weiß, dass der ein unguter, aggressiver Mensch ist, man doch vielleicht das Gefühl hat, um Gottes Willen, dann muss ich mehr für ihn da sein. Also es ist sozusagen für den Sohn, für die Tochter einfacher, wenn die Eltern zusammenbleiben, weil die können dann sozusagen in Anführungszeichen füreinander da sein und sonst sind sie selber mehr gefordert. Wenn es sozusagen ernster geworden ist, wenn Gewalt zugenommen hat, dann haben die Frauen sich durchaus an die Polizei gewendet. Und das war, das ist jetzt vielleicht für die meisten Zuhörenden gar nicht mehr so auffallend, weil alle so viel jünger sind als ich, vermute ich einmal. Als ich das Gewaltschutzgesetz zum ersten Mal evaluiert habe, das war gleich noch in Kraft treten, 1997, 98, und da war dann doch ein paar Jahre extrem auffällig, wie unterschiedlich die Polizei, damals noch zum Teil die Gendarmerie, eingeschritten ist vor Inkrafttreten des Gesetzes und nach Inkrafttreten des Gesetzes. Also es war insbesondere in den Städten merkbar, am Land zum Teil weniger, dass das Gewaltschutzgesetz denen, die was ändern wollten, denen, die etwas tun wollten, auch wirklich sozusagen ein Instrumentarium in die Hand gegeben haben. Das haben die Frauen auch so erlebt. Bei früheren Polizeieinschreitungen ist, ich sage mal, nichts passiert. Gerade am Land haben sich häufig die einschreitenden Beamten, das waren am Land nach wie vor männliche Beamte, mit den Männern quasi verbündet. Die Frauen sind allein übrig geblieben, haben erlebt, dass sie nicht ernst genommen werden. Das hat sich für diese Gruppe, die so einen langen Zeitraum überblickt, also die das Gewaltschutzgesetz vor und vorher andere Erfahrungen hatte, für die ist es so deutlich gewesen, was sich da massiv geändert hat, dass Gewalt nicht mehr bagatellisiert wird und dass sie ernst genommen werden. Die Unterstützung durch Frauen, Organisationen, Frauenschutzeinrichtungen, durch Gewaltschutzeinrichtungen waren durchaus positiv, also sozusagen vor und nach Gewaltschutzgesetz. Und fast durchaus negativ waren Erfahrungen mit dem medizinischen System, mit dem Gesundheitsbereich. Das ist auch etwas, was mir auffällt seit 1997, und da bin ich sicher nicht die Einzige, der das auffällt. Dass er zwar die Situation, die Sensibilität zum Beispiel für familiär, für Partnergewalt in den Krankenhäusern deutlich verbessert hat, nicht zuletzt mit den Opferschutzgruppen, mit den Kinderschutzgruppen, aber dass gerade niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, und zwar egal aus welchem Fachbereich und nicht nur praktische Ärztinnen und Ärzte, keine Ansprechpersonen keine Unterstützung leisten, im Regelfall bei familiärer Gewalt. Aus welchen Gründen auch immer. Ich schaue gerade auf die Uhr.
Was uns aufgefallen ist, wir hatten die Erwartung, also sozusagen als Befund aus der Literatur, dass sich ältere Frauen primär an klassische Organisationen um Hilfe wenden und nicht um sozusagen die neuen Einrichtungen, also damit meine ich die Interventionsstellen, die Gewaltschutzzentren, die Frauenhäuser. Das war bei den von uns interviewten Frauen nicht der Fall. Also das waren Frauen, die, obwohl alle älter oder zum Teil auch alt, den Schritt getan haben, sich auch in einer Umgebung zu bewegen, um Hilfe zu bekommen, die ihnen eigentlich fremd war, von der sie nicht viel wussten. Es gab auch wirklich so Missverständnisse, wie das in den Interviews Frauenhäuser für Bordelle gehalten wurden. Aber sozusagen für uns war das schon auch Ausdruck der Verzweiflung, aber auch Ausdruck der Beweglichkeit bei diesen Frauen, dass sie durchaus sich in für sie fremde Gefilde begeben haben, um Hilfe zu bekommen und sich aus dieser Gewaltbeziehung zu lösen. Was ich bei jedem dieser Vorträge, wenn ich über Gewaltpartner, Gewalt gegen ältere Frauen spreche, dazu sage, ist das, was die Frauen in den Interviews gesagt haben, auf die Frage hin, was sollen Frauen, die Partnergewalt erleiden, tun? Was ist die Botschaft sozusagen an diese Frauen? Es haben alle gesagt, bei den ersten Anzeichen von Gewalt sich aus der Beziehung, die Beziehung beenden. Sie haben alle so lange auf Veränderungen gewartet. Dieses Erwarten, dieses Hoffen ist völlig sinnlos. Und sie haben anderen Frauen in der Situation geraten, unbedingt professionelle Hilfe von Opferschutzeinrichtungen in Anspruch zu nehmen. Danke. Dankeschön. Danke. Gibt es Fragen vielleicht für die Doktorin Haller? Ich hätte eigentlich eine Frage und es wäre eher, also der letzte Punkt, dass diese ältere Frauen eher nicht zu den neuen Gewaltschutzorten kommen. Wie glauben Sie, wäre der beste Weg, diesen Frauen mitzuteilen, dass es diese Orte gibt, wo sie hinkommen können? Weil, also ich kann mich kaum an ein Leben ohne Internet erinnern und ich denke mir, alles übers Internet, Social Media Campaigns, aber das natürlich kommt das dort überhaupt nicht an. Das beantwortet jetzt die Frage nur zum Teil, aber was uns auffallen ist, auch bei anderen Projekten mit dieser Zielgruppe, das ist das, die Frauen bekommen schon viel mit, sage ich mal. Also vielleicht jetzt nicht gerade unbedingt über, also nicht über Social Media wahrscheinlich, sondern eher über Internet schon zum Beispiel. Ich meine, die sind ja zum Teil auch sehr, sehr fit. Aber was mir viel mehr auffallen ist das, dass zum Beispiel Präventionskampagnen von jungen Frauen entworfen werden. Ja? Oder, das heißt, dann hängen Plakate in der Stadt, die zum Beispiel in Schriftgrößen informieren, die ältere Frauen gar nicht mehr lesen können, weil das Plakat zu weit weghängt, weil sie vielleicht die Brille nicht aufhaben, weil sie die vielleicht in der U-Bahn auch nicht brauchen. Aber es reicht halt nicht, um das Plakat lesen zu können. Also es sind eher solche Sachen, wo ich mir denke, bei allem, was Angebote, Präventionsangebote betrifft, muss man, glaube ich, einfach sich sehr in die Situation von den Frauen versetzen oder genügend Frauen, zum Beispiel Ältere oder auch Ausländerinnen, die nicht Deutsch sprechen, was auch immer, einbeziehen bei der Konzeption, die solche Schwächen ausgleichen können, die wir als Jüngere, die keine Probleme haben, die sich uns nicht stellen, die wir deswegen auch nicht sehen. Also ich glaube, wir müssen viel mehr drauf schauen, wo kann man die Frauen gut abholen. Ich weiß auch aus Interviews mit Frauen, auch mit Expertinnen, dass das zum Beispiel auch manchmal schwierig ist, wenn in Beratungseinrichtungen, bei Notrufen, sehr junge Frauen, alte Frauen beraten sollen. Ja? Oder sie tun es, sie sollen nicht nur, sie tun es. Ja? Aber ich habe mehrfach mir schon sagen lassen, das ist ganz schwierig. Das ist, als müsste ich diese Art von Verletzung bei meiner eigenen Mutter zuschauen. Ja? Es ist viel leichter, sozusagen auf Augenhöhe mit Gleichaltrigen etwas
Schreckliches zu besprechen und Pläne zu entwickeln, als mit einer Frau, die man eigentlich schon mal, nur weil sie alt ist, weil sie gebrechlich ist, weil sie meine Mutter sein könnte, in der Situation zu unterstützen. Also ich glaube, da glaub ich, brauchen wir mehr Sensibilität. Danke. Jetzt sind mehrere Fragen in den Chat gekommen. Die erste ist, vielen Dank für die interessanten Ergebnisse und Einsichten. Werde diese von größeren Studien im Wesentlichen so bestätigt oder fehlen diese noch? Größere Studien gibt es eigentlich nicht, weil das Problem ist, und ich meine, das hat uns selber an unseren Studien so gut gefallen. Es gibt in Österreich schon inzwischen einige Studien, die Experten und Expertinnen befragen, mit online, also mit Fragebogen, mit einer sehr breiten Gruppe von Interviewpartnerinnen oder befragten Personen. Es gibt aber ganz wenig Studien, die sozusagen die gewaltbetroffenen Personen direkt befragen. Und deswegen war es uns also wichtig, bei diesen EU-Projekten die Gelegenheit nutzen zu können, mit alten Frauen, älteren Frauen direkt zu sprechen und sozusagen mal wirklich bei den Betroffenen, die so, wie man es eigentlich als Schlagwort so gern sagt, oder? Diese als Expertinnen für ihre eigene Situation zu nehmen und von denen zu hören, was für sie Sache ist. Danke. Die nächste Frage, an welche Stellen haben sich die Frauen denn dann gewandt, wenn nicht an die Erwarteten? Also es haben so Frauen zum Beispiel, also da weiß ich jetzt nicht genau, was mit den Erwarteten gemeint ist. Also erwartet haben wir ja eigentlich, dass sie vielleicht zum Pfarrer gehen, weil wir uns gedacht haben, gerade am Land, in der Altersgruppe ist vielleicht die Kirche wichtig, hat eigentlich keine Rolle gespielt. Erwartet haben wir, dass man sich Hilfe sucht bei der Hausärztin. Das ist zum Teil passiert, zum Teil nicht passiert. Und wenn es passiert ist, wurde es sozusagen nicht gehört. Ja? Also dann hat man halt eben irgendwelche Medikamente gekriegt vielleicht oder ein paar freundliche Worte, aber es ist nichts passiert. Was wir uns eben nicht erwartet haben, ist das, dass die Frauen in ein Frauenhaus gehen oder dass die Frauen zur Interventionsstelle gehen. Sie gehen dort auch nicht unbedingt gern hin. Ja? Also Frauenhaus wurde uns auch von Mitarbeiterinnen in Frauenhäusern bestätigt. Es gibt die Frauen, die alten Frauen, die sich unheimlich gut integrieren, denen es offenkundig auch, soweit es in einem Frauenhaus gut gehen kann, gut geht. Und es gibt die anderen, die haben halt, die haben sich ihr Leben einfach nicht so vorgestellt, wie das Wohnsetting in einem Frauenhaus ist. Die sind damit total überfordert. Also eigentlich ist sozusagen eine sehr große Bandbreite an dem, was genützt wird, wo man sich Hilfe sucht. Also ich selber habe sehr interessant gefunden, dass auch in dieser Altersgruppe Kirche, Pfarrer, ich glaube, keine einzige hat das genannt. Und wir haben ja auch eine Befragung von Expertinnen und Experten gemacht. Die finde ich nur nicht so interessant, weil das andere auch gemacht haben. Auch da hat Kirche keine Rolle gespielt als Anlaufstelle. Und gab es Unterschiede im Verhalten, wenn Frauen gebildet waren, also mit, ohne Beruf hatten? Da sind wir wieder sozusagen bei der Gruppe der alten Frauen. Und, wenn man bedenkt, dass die eben zum Teil nur während des Zweiten Weltkriegs geboren waren, knapp danach geboren waren, wie die sozialisiert waren, was es bis 1971 mit und nach Kreisky für Bildungsangebote für Frauen gegeben hat. Also allein, wenn man sich auf die zeitliche Abfolge in Erinnerung ruft, weiß man, dass das für diese Frauen eigentlich nicht der Punkt ist. Und das ist aber auch das besonders Dramatische. Ich habe es kurz angemerkt, zum Beispiel, dass die oft beim Partner, beim Ehemann mitgearbeitet haben, aber halt so als Gratishilfe, ohne angemeldet zu sein, ohne bezahlt zu werden, sowieso nicht. Also das ist schon eine Gruppe, allein vom Alter her, die sich mit heute 50-Jährigen, heute 40-Jährigen so nicht vergleichen lässt oder nicht unbedingt vergleichen lässt. Und ich war damals auch relativ positiv gestimmt, dass diese wirklich ganz benachteiligende Situation von den
älteren, alten Frauen sich so bei Jungen nicht wiederfindet. Also ich habe mir gedacht, Junge sind gut gebildet, Junge haben jetzt einen Beruf, Junge haben eine Ausbildung. Die können gar nicht in diese extreme Abhängigkeit geraten. Aber man sieht natürlich anhand von gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Entwicklungen, gerade jetzt auch im Zusammenhang mit Covid-19, mit Lockdown und so weiter, wer aus dem Arbeitsmarkt verdrängt wird, sind Frauen. Und dann ist man wieder bei dem Problem, Frauen haben keinen Pensionsanspruch. Damit ist Altersarmut ein ganz großes Thema für Frauen. Und das zwingt sie halt dann häufig in die Rolle. Und leider ist es jetzt eben nicht überstanden, sozusagen diese Beobachtungen bei den älteren Frauen. Das zwingt sie halt wieder in die Rolle von Abhängigkeit. Wie habt ihr die Interviewpartnerinnen ausgewählt und unterscheiden sich die Erfahrungen älterer Frauen mit Gewalt entlang demografischer Merkmale, zum Beispiel sozioökonomischer Hintergrund, Migrationsgeschichte, Stadt-Land? Ich dachte, das hätte jetzt gerade damit beantwortet, zumindest teilweise, durch die Feststellung, wie sich diese Gruppe zusammensetzt. Also bei Frauen, also es waren zum Beispiel kaum, nein, gab in der Runde waren gar keine Migrantinnen oder Ausländerinnen dabei. Ja? Es waren sowohl Frauen aus der Stadt als auch vom Land dabei, wobei in der Altersgruppe Stadt und Land schon keinen so großen Unterschied macht, weil Frauen zum Beispiel weder da noch dort große Bildungsangebote hatten. Ja? Also das ist nicht so ausdifferenziert, wie das heute bei jüngeren Frauen ist. Und gebiased sind wir natürlich insoweit, als wir diese Frauen, den Kontakt mit diesen Frauen herstellen konnten über Beratungseinrichtungen. Ja? Also das ist jetzt nicht sozusagen die ganz durchschnittliche Frau, die so ganz typisch für diese Generation ist, sondern es ist natürlich schon eine spezifische Gruppe, die sich eben Hilfe gesucht hat, die Hemmschwellen überwunden hat, die nicht nur so an ganz niederschwellige Angebote gerichtet haben. Also es ist eigentlich schon mal ein Stück weit eine privilegierte Gruppe, mit der wir gesprochen haben. Danke für den Hinweis. Okay, danke. Wir haben noch ein paar Fragen. Liebe Birgit, danke für deinen interessanten Input. Haben Beeinträchtigungen, mobile, sensorische etc. bei der Gewalt eine Rolle gespielt? Wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir niemanden mit massiven Benachteiligungen, also weder körperlichen noch intellektuellen. Eine Rolle spielt es zum Beispiel insofern, als diese Gruppe wesentlich schwieriger zu betreuen ist. Und da sind wir auch wieder an dem Punkt Frauenhäuser. Also wenn ich richtig informiert bin, ist jetzt das Tiroler Frauenhaus, das neue Tiroler Frauenhaus, das einzige, in dem es möglich ist, zum Beispiel eine persönliche Assistenz mitzunehmen. Ja? Also ab einem gewissen Grad von körperlicher Beeinträchtigung stellen manche Angebote eben zum Beispiel schon gar nicht mehr zur Verfügung. Aber das war in diesem Projekt, bei dieser Gruppe, nur am Rande Thema. Danke. Wurde bei der Studie auch untersucht, wie sich das Wording in der Gesellschaft auswirkt? Zum Beispiel Unterschiede zwischen dem Wording Hilfe suchen, Hilfe annehmen, Hilfe holen und dem Wording Recht auf Unterstützung, Recht auf Begleitung? Na, das wäre eine ganz andere Studie gewesen. Okay. Und die letzte Frage. Ich denke, ein großes Problem ist, dass die meisten Frauenhäuser, zumindest in Bayern, nicht barrierefrei gestaltet sind und so eine Aufnahme einer gehbehinderten Frau gar nicht möglich ist. Gibt es Beratungsstellen, die speziell auf ältere Frauen ausgerichtet sind? Ältere Frauen sind auf eine Art unsichtbar. Oder sie sind wirklich eine Gruppe, die man schlecht sieht, für die es auch wenig spezielle Angebote gibt, die eher sozusagen mitgenommen werden. Also sozusagen die große Gruppe der Frauen ist sozusagen, die angesprochen wird durch Unterstützungs- oder Beratungsangebote. Aber natürlich gibt es Barrierefreiheit. Also natürlich suchen die Frauen auch Familienberatungsstellen auf, auch mit einem Gewaltschwerpunkt. Und natürlich müssen diese alle
gesetzesbedingt zum Beispiel barrierefrei, also zum Beispiel zumindest physisch barrierefrei zugänglich sein. Also ich denke mal, da gibt es schon viele Angebote, die es erleichtern, aber spezifische Angebote gibt es in der Form, glaube ich, nicht, was auch schwierig ist, weil es ist eine sehr kleine Gruppe. Also sozusagen für die kleine Gruppe der alten Frauen, die bewusst Hilfe suchen, für die ein spezifisches Angebot quasi über das gesamte Bundesgebiet verteilt einzurichten, das ist sehr schwierig, weil die Gruppe so klein ist. Auch wenn der gute Wille sozusagen da wäre oder da ist. Okay, danke schön. Wir haben keine Fragen mehr, aber wenn noch weitere Fragen zu Ihnen kommen, dann bitte einfach in den Chat und dann können wir das ganz am Ende besprechen natürlich. So, nächste Slide bitte. Oh, danke. Und unsere nächste Vortragende ist die Diplomate Sozialarbeiterin Ursula Kussig. Sie ist Leiterin des Vereins Frauenberatung Notruf bei sexueller Gewalt. Darüber hinaus ist sie seit 2010 Obfrau des Bundesverbandes Autonome Frauenberatungsstellen bei sexueller Gewalt Österreich und seit 2003 Obfrau des Wiener Netzwerkes gegen sexuelle Gewalt an Mädchen, Buben und Jugendlichen. Und bitte, Frau Kussig. So, jetzt geht's. Jetzt? Ja. Okay, gut. Ich möchte jetzt auch einmal noch der Birgit danken und für den total spannenden Vortrag. Und ich möchte mich also da an manches anschließen. Bei mir geht es natürlich auch um Machtverhältnisse und um Dominanzansprüche bei sexualisierter Gewalt gegen Frauen. Und es ist halt leider so, dass trotz all der Fortschritte, die wir gemacht haben seit den 70er Jahren, es immer noch keine Selbstverständlichkeit ist, dass Frauen die Deutungshoheit und die Verfügungsgewalt über ihren Körper, über ihr Frausein ganz selbstverständlich haben. Es ist nicht selbstverständlich, dass alle Frauen eine selbstbestimmte, selbstbewusste, starke Sexualität entwickeln können. Und die, die das schaffen, werden dann eben häufig entwürdigt, zum Objekt gemacht, lächerlich gemacht, als schwach dargestellt und auch als gefährlich und dann bedroht. Und das gilt natürlich für ältere Frauen umso mehr, wie die Birgit richtig gesagt hat, dass sie noch einmal anders sozialisiert sind, aber leider unserer Erfahrung nach auch für viele Frauen, die wesentlich jünger sind. Braucht man sich nur anschauen, sexuelle Gewalt im Netz, wo sehr viele junge Frauen sehr stark betroffen sind, wenn sie sich hinauslehnen und sich selbstbewusst geben und dann wirklich Vergewaltigungsdrohungen sehr häufig kommen. Jetzt zum Kern der Problematik von sexualisierter Gewalt wollte ich nur kurz sagen, dass sexuelle Handlungen eben eine ganz wichtige Rolle spielen, Sexualität in unserem Leben. Die können aber eben ganz unterschiedliche Bedeutungen haben und ganz unterschiedliche Auswirkungen. Und das ist das Typische. Also Sexualität und sexuelle Handlungen können natürlich Lust, Erfüllung, Liebe bedeuten und auch so erlebt werden, aber sie können auch ganz schreckliche, traumatische Erfahrungen sein, die das selbst nachhaltig schädigen. Deshalb sind diese Grenzen zwischen gewolltem, ungewolltem Sex und Gewalt sind oft fließend. Also was ich ganz am Anfang gesagt habe, das dringt natürlich auch in Paarbeziehungen oder in Beziehungen zu Menschen, mit denen man einfach Sexualität lebt, ein und beeinflusst das sehr. Wir alle wissen, dass Gewalt, jetzt die rein körperliche Gewalt und die Bedrohung bei sexualisierten Übergriffen, nur insoweit angewandt wird, als sie nötig ist, um die Opfer zu überwältigen. Also, dass die Frauen das erdulden und über sich ergehen lassen. Mehr Gewalt wird nicht angewandt. Also es gibt leider immer auch noch dieses Bild von der typischen Vergewaltigung, wo es zu schweren körperlichen Schäden kommt, was eben meistens nicht der Fall ist und was auch von den Frauen dann selbst
sehr schwer als sexuellen Übergriff erkannt wird und sie glauben, dass sie eben da selber schuld sind, zu dem, was passiert ist. Dann die Vergewaltigungsmythen haben wir nach wie vor, die unterminieren natürlich unsere Sichtweisen und Einschätzungen und die Beweisbarkeit sexualisierter Übergriffe ist halt aus all diesen Gründen sehr schwierig. Es ist meistens ein Geschehen zwischen zwei Personen oder mehreren Tätern und einem Opfer und es gibt keine Zeugen und die Täter behaupten, das war alles freiwillig oder es ist gar nichts passiert und dann ist es schwer, da das Gegenteil zu beweisen, weil eben der Aussage der Frau nicht einfach geglaubt wird. Jetzt ist eben ein wichtiger Punkt, wenn man sexualisierte Übergriffe gegen ältere Frauen anschaut, wie schaut es mit der Sexualität von älteren Frauen aus, wie sehen wir das in unserer Gesellschaft? Und da möchte ich auch noch kurz sagen, ist natürlich nach wie vor noch marginalisiert. Man könnte dann irgendwie meinen, und Frauen, die, also es kontaktieren uns leider sehr selten Frauen, die wirklich einem höheren Alter angehören, die dann gemeint haben, sie sind eigentlich schon geschützt, weil sie ja eben nicht mehr jung und schön sind, also sind nicht mehr sexuell attraktiv, gehören dann nicht mehr ins Beuteschema. Ich rede jetzt nicht von sexuellen Übergriffen in der Ehe und in Paarbeziehungen, sondern von Bekannten, Freunden, Nachbarn, Fremden. Also da glauben sie, dass sie da schon geschützt sind, dass sie als neutral gesehen werden oder sich teilweise auch selbst so sehen und dann immer wieder betonen, wie lange sie schon keinen Sex mehr gehabt haben, sozusagen auch ein bisschen ihre Anständigkeit betonen und dass ihnen da jetzt was passiert ist, was sie überhaupt nicht fassen können. Ich habe mal ins Internet geschaut, Sexualität oder Sex und ältere Frauen, da hatte ich gleich einmal über 24 Millionen Treffer, also an sexuellem, pornografischem Material. Also so muss man das auch sehen, also dass sexuelle Vorlieben sich nicht immer mit Schönheitsidealen, Attraktivität und Jugendlichkeit decken. Und da wir ja wissen, also sexualisierte Gewalt, da geht es ja eben vor allem um Machtausübung und Kontrolle. Und da kann es natürlich auch für Täter sehr attraktiv sein, eine ältere Frau zu demütigen und Gewalt an ihr auszuüben und sich da mächtig zu fühlen und selbstbewusst und sich da als Mann zu bestätigen. Das heißt, ältere Frauen sind nicht geschützt und da kann man nicht sagen, das kann mir nicht mehr passieren ab einem gewissen Alter. Ja, sie kommen, wie die Birgit gesagt hat, auch in langjährigen Partnerschaften vor, auch bei älteren Frauen. Und eben, dass diese herkömmlichen Geschlechterklischees, Geschlechterrollen, Vergewaltigungsmythen natürlich tendenziell stärker wirken bei älteren Frauen als bei jüngeren. Kurz, ganz kurz zur Sexualität im Alter. Also das wird eben oft so reduziert in unserer Gesellschaft. So, die sind halt zärtlich miteinander, wenn es gut läuft. Und die sind zueinander lieb, ältere Menschen. Aber wenn dann irgendwie die Vorstellung kommt, die haben tatsächlich Sex, sie vollziehen den Geschlechtsakt oder die masturbieren, dann ist das für die meisten in unserer Gesellschaft eine sehr eigenartige und eher abstoßende Vorstellung. Also damit wird man sich nicht so auseinandersetzen. In den letzten Jahren hat es zwar, glaube ich, also sehr wenige, aber doch, ich glaube, 2 oder 3 Filme gegeben, wo es auch um Sexualität im Alter gegangen ist, aber das war halt wirklich auch außergewöhnlich. Also die kommen halt eben auch in Filmen, in Geschichten so kaum vor, also dass sie voll ihre Sexualität leben. Ich habe dann nur 3 Bilder mitgebracht, wenn man die bitte zeigen könnte, von der Vivian Westwood vom Internet. Also da ist ja der seltene Fall, dass eine ältere Frau einen wesentlich jüngeren Mann hat. Das ist auch der Mann in der Mitte und eine Frau, die eben zu ihrer Sexualität und ihrem Körper auch steht und das auch öffentlich zeigt. Und ich denke mir, dass viele Menschen, die das sehen, auch da vielleicht unangenehm berührt sind. Mich freut es sehr. Aber ja, das wollte ich nochmal herzeigen. Danke. Und ich habe auch eine Studie angeschaut von Berlin. Da waren mehrere Institutionen beteiligt. Die Humboldt-Universität, die Charité, das Max-Planck-Institut
Und da gab es eben eine Studie zur Sexualität im Alter. Die haben festgestellt, Sexualität im Alter ist natürlich anders. Aber die Fähigkeit, eben Intimität zu erleben, bleibt im Alter fast unberührt, ist dabei herausgekommen. Und obwohl der Durchschnitt der älteren Erwachsenen weniger sexuell aktiv ist als die Jungen, ist fast ein Drittel der 60- bis 80-Jährigen häufiger sexuell aktiv und hat häufiger sexuelle Gedanken als der Durchschnitt der 20- bis 30-Jährigen. Also das finde ich ja schon, hat mich auch überrascht. Also wichtig ist mir in diesen Aussagen, dass man, glaube ich, Sexualität schon an sich von alten Menschen viel ernster nehmen muss und sich da die sichtbarer machen muss, damit man überhaupt dazu kommt, sich mit sexuellen Übergriffen auseinanderzusetzen. Dann habe ich noch, ja, Studien gibt es wenig, wo die Frauen befragt werden, leider, wie auch schon die Birgit gesagt hat, mitgebracht. Die FRA-Studie, die ist natürlich schon etwas älter. Aber da wurden eben Frauen befragt nach sexueller Gewalt beim Partner oder bei einem Nichtpartner in den letzten 12 Monaten vor dem Interview. Und die 50- bis 59-Jährigen sagen 1% und die 60-Jährigen ebenfalls 1%. Also 60 plus, Entschuldigung, ab 60. Und bei der sexuellen Belästigung waren es 8% und dann 3%, die das angegeben haben. So, dann habe ich noch ein Slide von unserer österreichischen Studie, die ist noch älter, die ist von 2011, wo Frauen leider nur vom Alter von 16 bis 60 Jahren befragt wurden. Und wenn Sie mal da weitergehen, genau. Also die Basis, alle befragten Frauen, man darf auch natürlich nicht vergessen, dass Frauen im Alter noch von sexuellen Übergriffen betroffen sind, sondern natürlich auch, dass sich bei älteren Frauen sexuelle Übergriffe über die Lebenszeit ansammeln. Was man da eben sieht, Basis alle befragten Frauen Gewalt seit dem 16. Lebensjahr, sehen wir eben 41 bis 50, 30,5% haben angegeben, sie haben sexuelle Gewalt erlebt und bei 51 bis 60 Jahren 40,8%, was ja ein wirklich hoher Wert ist. Und bei der sexuellen Belästigung geht es noch höher. Und natürlich innerhalb der letzten 3 Jahre sinken die Zahlen. Aber eben, wie man sieht, trotzdem geben 51 bis 60-Jährige immerhin noch 5,3% an, dass sie in den letzten 3 Jahren sexuell belästigt worden sind. Ich wollte dann noch kurz Fallbeispiele bringen. Und zwar, also zum Beispiel ist es auch vorgekommen, dass ein 19-Jähriger eine 90-jährige Frau überfallen hat. Ein Fremder, der die Frau in einen Hausdurchgang gezerrt hat und sie vergewaltigt hat. Die Frau war in dem Fall wirklich verletzt, mit Blutergüssen und Schürfwunden übersät und sie hatte auch Unterleibsverletzungen. Der Täter hat sie auch bestohlen und hat ihren Ausweis mitgenommen und ihre Haustürschlüssel. Also wie gesagt, ein 19-Jähriger bei einer 90-jährigen Frau, auch sowas passiert. Es wird dann natürlich in den Medien geredet von völlig unverständlich und die Bestie und ich weiß nicht, aber er ist halt ein ganz normaler Sexualtäter, der sich eine ältere Frau ausgesucht hat. Oder eben auch in Institutionen ist heute auch schon gefallen, in Altersheimen, in Pflegeheimen, wo es dann oft fürs Personal auch schwierig ist, wenn das Heiminsassen sind, die sexuelle Gewalt ausüben. Da gab es auch einen Fall, wo ein Mann immer wieder zu den Frauen ins Zimmer gegangen ist. Die Frauen haben offensichtlich, wenn sie danach gefragt wurden, immer gesagt, ja, das ist okay, bis man dann doch in Erwägung gezogen hat, dass einzelne Frauen das vielleicht tun, weil sie das einfach gewohnt sind zu sagen, wenn der Mann das möchte und der war auch charmant,
dass sie sagen, ja, das ist okay, aber in Wirklichkeit ist es nicht für sie okay. Und dann sind auch Gespräche geführt worden und hat sich dann auch herausgestellt, dass es nicht in Ordnung ist. Aber das ist ein Schwerfeld, darüber zu sprechen. Ja, Moment. Wenn wir uns noch die Täter anschauen können, wer angegeben wurde als Täter, was man da sieht, ist, dass bei jüngeren Frauen auch viele Fremdtäter dabei sind. Das nimmt dann bei den älteren Frauen, wie gesagt, ich habe leider nur zwischen 50 und 60 und nicht darüber hinaus, weil ich da keine Studie gefunden habe von Österreich oder weil es keine gibt. Ansonsten konzentriert sich das bei den älteren Frauen eher eben auf Partnerschaft und auf Leute aus ihrem näheren Bekanntenkreis. Ich denke mal, das kann man ganz gut sehen. Also weniger auf Fremdtäter. Die Anzeigestatistik noch, ja, also da geht es wirklich rapide nach unten, wie wir sehen, bei 65 plus, da sinkt das total ab. Da ist es natürlich ein Problem, dass ältere Frauen viel massivere Probleme haben, zur Polizei zu gehen und über sexuelle Übergriffe zu berichten, also sich da an die Öffentlichkeit zu wenden. Und nachdem auch eben leider wir als Frauenberatungsstellen bei sexueller Gewalt das Problem haben, dass sich nur wenige Frauen bei uns melden, wenn dann eben zum Beispiel aufgrund einer Anzeige, da ist es dann leichter zu uns zu finden. Aber es wäre natürlich schön, wenn sich Frauen, die sich eine Anzeige überlegen oder die das irgendwie in Erwägung ziehen, an uns wenden könnten, dass wir da beraten können und eben auch Begleitung anbieten können. Also dann nimmt das wirklich sehr ab, wie man schön sehen kann. Ja, noch ganz kurz. Es ist natürlich so, wie auch schon die Birgit gesagt hat, dass diese Entwicklungen, die es in dem Bereich gibt, ja, das muss man sich ja immer wieder in Erinnerung rufen, das ist ja alles erst seit kurzem so. Das ist ja noch nicht lang. Ja? Und es kommt ja vielen jungen Frauen heute so vor, als wäre das immer schon so gewesen, aber das stimmt natürlich überhaupt nicht. Und da habe ich nur, wollte ich nur sagen, also vor 30 Jahren hat Vergewaltigung noch Notzucht geheißen, zum Beispiel. Und da ist es auch noch darum gegangen, dass es nur dann eine Vergewaltigung ist, wenn die Frau widerstandsunfähig ist. Also das ist auch vor 30 Jahren weggefallen erst. Dann die Vergewaltigung in der Ehe, auch damals erst zum ersten Mal nicht nur als Nötigung wahrgenommen, sondern als Vergewaltigung. Seit 1987 können Opfer erst unter Umständen Fragen nach ihrem Privatleben zurückweisen, wenn sie eine Vergewaltigung anzeigen, also im Verfahren, im späteren. Ja, also früher, das habe ich noch erlebt in der Beratungsstelle, trotzdem, dass Frauen gefragt worden sind, wie sie halt sonst so tun mit ihrer Sexualität, ob sie halt wechselnde Partner haben, ob sie da recht offenherzig sind. Und wenn eine Frau natürlich irgendwas in diese Richtung gesagt hat, war ganz klar, dann glaubt man ihr natürlich weniger, dass es sich da um einen sexuellen Übergriff gehandelt hat. Erst 2004 sind die Sexualdelikte als Sittlichkeitsdelikte weggefallen. Ja. Und seitdem eben strafbare Handlungen gegen die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung. Also vorher waren es Sittlichkeitsdelikte. Ja, und kurz nochmal anschließend an die Mythen zu sexualisierter Gewalt, die lassen sich kurz zusammenfassen, Ihnen es ist gar nichts passiert, sie wollte es oder sie hat es verdient. Immer noch schwirren Ansichten herum, dass Frauen sich doch einfach wehren können, verbal oder auch körperlich, oder dass viele Frauen eben den Männern nur aus Rache, Habgier oder eben zur Verduschung ihrer sexuellen Aktivitäten beschuldigen, einen sexuellen Übergriff begangen zu haben, dass Männer ihren Sexualtrieb nicht kontrollieren können, die können einfach nicht anders, dass nur psychisch gestörte Männer zu Tätern wären. Und es gibt immer noch die Ansicht, dass Frauen sich ja bei einer Vergewaltigung einfach ergeben könnten und dann den Akt genießen.
versus, was ich genauso gefährlich finde, eine Vergewaltigung zerstört und ermordet die Seele einer Frau und sie kann sich ihr Leben lang nie wieder davon erholen und ist für ihr Leben gezeichnet. Ja, die Folgen sexueller Gewalt, sexualisierter Gewalt an älteren Frauen sind natürlich die gleichen Folgen wie für Frauen in einem anderen Alter. Was da natürlich dazukommt, ist, wie auch die Birgit schon gesagt hat, sind Abhängigkeiten, sind körperliche Beeinträchtigungen, sind der Bedarf an Assistenz und Pflege und dann natürlich Schwierigkeiten, das anzusprechen, vor allem in Institutionen, vor allem wenn es auch um Pfleger geht, also oder Assistenten geht, also wenn es um männliche Betreuer geht, ist es eine Wahnsinnsherausforderung. Also es wenden sich schon noch immer wieder Institutionen an uns, was ja auch von natürlich jüngere Frauen mit Beeinträchtigungen betrifft, wo es ganz wichtig ist, sich anzuschauen, was für Vorgehensweisen haben wir in der Institution dafür, gibt es da Handlungsanleitungen, wie gehen wir als Institution damit um, wie gehen wir eben auch mit den sexuellen Bedürfnissen unserer Bewohner und Bewohnerinnen um, respektieren wir das, reden wir da darüber und reden wir dann darüber, wo fängt ein sexueller Übergriff an und was ist dann zu tun. Also auch immer wieder das Problem, wenn der Täter auch ein Bewohner ist, wie gehen wir dann mit dem um? Glauben wir dann der Frau und schützen wir sie? Und ja, oder wenn er sagt, nein, das war alles nicht so, sagen wir ja, Entschuldigung, ja, er sagt halt so, sie sagt halt so, was sollen wir machen? Schwierig sind auch also die Reaktionen im sozialen Umfeld bei sexualisierten Übergriffen, wenn die Frauen dann drüber reden. Ganz stark Vergeltungswünsche, extreme Reaktionen auch männlicher Angehöriger mit Wut, Hass und Rache. Eben auch diese Tendenz, was hat das Opfer alles falsch gemacht, dass es überhaupt dazu gekommen ist. Das Opfer wird oft einem Verhör ausgesetzt. Und bei älteren Frauen wird es halt dann auch verstärkt gar nicht geglaubt, dass das passiert ist. Die Verurteilungsquote, das ist natürlich auch die Abschreckung für Frauen, eine Anzeige in dem Bereich zu erstatten. Da habe ich auch ein Datenblatt mitgebracht. Okay. Nein, das ist die Anzeigestatistik. Egal, jedenfalls, die Verurteilungsquote ist total gering. Also egal bei Frauen welchen Alters. Also wie gesagt, die Probleme, die ich aufgezählt habe, betrifft ja im Grunde alle. Die betrifft es zum Beispiel bei Vergewaltigung 2018 nur 13,1% Verurteilungsquote, geschlechtliche Nötigung 17,7%, sexueller Missbrauch einer wehrlosen, psychisch beeinträchtigten Person 16,7%. Und sexuelle Belästigung und öffentliche geschlechtliche Handlungen überhaupt nur 9,4%. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wenn Sie eine Anzeige erstatten, egal welchen Alter Sie sind, dass es zu einer Verurteilung des Täters kommt, ist sehr, sehr gering. Ich meine, nichtsdestotrotz kann es total wichtig sein, für die Betroffenen eine Anzeige zu machen, es öffentlich zu machen, nicht zu schweigen, sich nicht in Scham und Schande ganz alleine nur damit auseinanderzusetzen. Ja, zum Schluss, was können wir tun? Ja, auch was die Birgit gesagt hat, einfach wirklich drüber reden, uns selber reflektieren, wie gehen wir mit Sexualität um, was haben wir für Bilder im Kopf bei Sexualität im Alter und ist es in unserer Vorstellung, dass eben auch ältere Frauen von sexueller Gewalt betroffen sein können und wie gehen wir dann mit ihnen um? Und was natürlich eben schon wichtig wäre, ist auch meiner eigenen Beratungsstelle dann die Nase zu nehmen, sich doch mehr zu überlegen, wie man ältere Frauen auch besser in die Beratungsstelle bringen kann und sie besser ansprechen kann. Danke. Dankeschön. Wir haben schon eine erste Frage. Gibt es auch Zahlen über sexuelle Gewalt von Frauen an Frauen in der Pflege, allgemein in der Betreuung oder in allgemeinen Abhängigkeiten?
Da muss ich jetzt ehrlich sagen, damit beschäftigen wir uns nicht. Wir sind spezialisiert auf Männergewalt an Frauen, unsere Beratungsstelle. Gibt es auffallende Veränderungen bezüglich Erkennen und Aufstehen gegen sexuelle Gewalt seit der MeToo-Debatte? Jein. Also die MeToo-Debatte hat schon einiges gebracht. Also wie gesagt, es rufen uns wenige Frauen an, die jetzt, sagen wir, über 60 oder über 70 sind. Da gab es ein paar Kontakte mehr und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass die Debatte was gebracht hat, aber die ist ja auch mittlerweile wieder abgeebbt. Also es gab eben so einen Peak und ja, also es ist immer die Frage, man muss sozusagen, frauenbewegte Frauen, Feministinnen müssen das immer und immer wieder ankurbeln, ja, sonst, also ja, verschwindet das auch wieder. Ja, da kann ich nur zustimmen. Ich meine, das sieht man auch in verschiedenen europäischen Ländern jetzt. Polen zum Beispiel. Das nächste ist eigentlich nicht eine Frage, aber von der Sabine Mandl. Sie sagt, liebe Uschi, danke für die interessante Infos. Wir machen am Ludwig-Boltzmann-Institut für Menschenrechte gerade ein EU-Projekt zur klinischen forensischen Untersuchung, zur besseren Beweissicherung in Verfahren. Spielen diese in deinen Beratungen eine Rolle? Ja und nein. Ja, also es ist eben bei sexualisierter Gewalt immer schwierig, sozusagen, also es hängt trotz allem immer noch an der Glaubwürdigkeit der Frau, wenn es um Strafverfahren geht. Das ist einfach der hauptsächliche Beweis. Wenn es natürlich eindeutige Abwehrverletzungen gibt, wenn es schwere Verletzungen, Körperverletzungen gibt, wenn es Umstände gibt, wo es auch zur Freiheitsberaubung gekommen ist oder der Täter bewaffnet war, dann ist das natürlich wichtig. Aber wir haben eben auch Fälle, wo es Kratzspuren gibt, Bissspuren gibt, Hämatome gibt, wo der After oder die Vagina leichte Einrisse hat. Und wo aber der Täter damit durchkommt, dass er sagt, das war einfach wilder Sex, leidenschaftlicher wilder Sex und deshalb ist es zu diesen Verletzungen gekommen. Also die alleine sozusagen beweisen nichts. Dankeschön. So, im Moment sind noch keine... Oh. Entschuldigung, es kommt noch eine Frage. Ich wollte schon fast zur Pause aufrufen, aber die letzte Frage geht sich noch aus natürlich. Wie werden Mädchen, Frauen präventiv geschult? Gibt es den Sexkoffer an Schulen noch? Werden zum Beispiel Selbstverteidigungskurse für Frauen gratis angeboten? Also soweit ich weiß, Selbstverteidigungskurse gratis, nein. Es gibt eben immer wieder Initiativen von Frauenberatungsstellen, also jetzt nicht nur von uns, sondern auch von Frauenberatungsstellen, die viel mehr Themen in ihrem Repertoire haben und Mädchenberatungsstellen, die Workshops anbieten, die Prävention, auch wir machen das, Workshops anbieten, die Selbstverteidigungskurse anbieten. Aber es ist sozusagen so, als Einrichtung haben wir die Ressourcen, kann ich es mir leisten, das jetzt anzubieten und wie viel davon? Aber es ist nicht institutionalisiert, dass man sagt, fix eingeplant, findet das statt. Es liegt auch am Engagement der Frauen- und Mädchenberatungsstellen, das zu machen. Okay. Noch eine Frage? Danke für den interessanten Input. Das Konzept Consent ist ja bei der jüngeren Generation schon mehr oder weniger angekommen. Habt ihr Erfahrung oder Ideen, wie man auch ältere Frauen erreichen kann zu dem Thema Consent? Ja, wie gesagt, indem man es
anspricht, also indem man versucht, mit älteren Frauen, wie gesagt, das ist ja auch für uns nicht einfach, für Jüngere, ja, obwohl ich ja selber schon bald zu den älteren Frauen gehöre, aber über Sexualität zu sprechen, also es anzusprechen und über Erfahrungen zu sprechen und auch eben anzusprechen, dass das jetzt schambesetzt sein kann, ja, weil eben die Gesellschaft so drauf ist. Aber dass man weiß, wenn man mit älteren Frauen eben spricht, kann man ihnen ja sagen, aber ich weiß, ja, dass Sexualität sehr wohl noch ein Thema ist und dass auch sexuelle Übergriffe ein Thema sein können. Also ein Austausch auf Augenhöhe. Und nicht eben dieses Gefühl, dass alte Frauen da ausgeschlossen sind und dann nicht mehr dazugehören. Ja, das tun sie sehr wohl. Danke. Ja, ich will mich erstens bedanken, Frau Kusig, und natürlich Frau Haller, ich habe das vorher vergessen. Ich glaube, wir hätten jetzt 10 Minuten Zeit für eine Pause, wenn das für alle passt, damit man einen Kaffee trinken kann, ein bisschen entspannen, nicht auf den Computer schauen. Und wir sehen einander dann um 11.27 Uhr, würde ich sagen. Also, bis gleich.
Gut, ich hoffe, dass alle eine schöne, schnelle Pause gemacht haben. Dann können wir mal mit der letzten Präsentation anfangen. Unser letzter Vortrag ist von diplomierter Gesundheits- und Krankenpflegerin Magister Sabine Rupert. Magister Rupert hat, Sie haben das Wort, also wenn Sie den Bildschirm teilen wollen. Und wir hören Sie noch nicht. Genau. Ja, genau, Audio ist ein. Das heißt, Sie haben meine Präsentation vor Ort und ich brauche einfach nur auf Ja klicken, oder? Nein, also wenn Sie Ihren Bildschirm freigeben, ja, dann Ihre Präsentation selber durchklicken. Ja, genau. Wollen. Ja. Perfekt, danke. Ja. So. Sehen Sie es? Ja. Okay, super. Ja. Also herzlich willkommen auch von meiner Seite her. Danke für die interessanten Vorträge meiner Vorgängerinnen. Und es wurde ja schon ein bisschen auch genannt, die Pflege. Und da schließe ich einfach jetzt an. Wobei es in meiner Präsentation sehr darum geht, um Gewalt von Pflegepersonen an Betroffenen in Institutionen, also vor allem in Pflegeheimen. Einmal mein persönlicher Blickwinkel, damit Sie wissen, wen Sie vor sich sitzen haben. Ich wurde schon vorgestellt als diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin, war 27 Jahre hier tätig in der Praxis, als Pflegeberaterin auch, habe Pflegewissenschaft studiert, daher auch mein Blickwinkel aus der wissenschaftlichen Perspektive her, bin in der Lehre, sehr viel in der Ethik auch unterrichte ich, das heißt hier auch sehr viele Geschichten von Studierenden und Kolleginnen auch in der Weiterbildung und Fortbildung und dann in der Prävention, Kontrolle habe ich es genannt, Prävention, ich bin seit 7 Jahren auch Mitglied der Menschenrechtskommission 5 der Volksanwaltschaft, wo wir auch in Heime eben gehen und auch sehr schwerpunktmäßig natürlich auf Gewaltprävention achten. Möchte Ihnen, mein Vortrag gliedert sich eben in diese drei Punkte, einerseits die Formen von institutioneller Gewalt in der Pflege mit Beispielen, die ich aus diesen vielen verschiedenen Bereichen meiner Tätigkeit mitgebracht habe. Dann auch ein bisschen, erlauben Sie mir ein bisschen den Versuch einer Erklärung aus Pflegeperson, warum kommt es dazu oder wo liegen aus ethischer Perspektive auch ein bisschen die Dilemma und dann was bedeutet dann Gewaltprävention, also welche Maßnahmen kann man treffen. Was ich noch einstiegs vergessen habe, eben Gewalt von Pflegepersonen an betroffenen Bewohnern in Einrichtungen, passt sehr gut zu diesem Thema an ältere Frauen, weil ja der Großteil der Bewohnerinnen und Bewohner, also der Großteil ist weiblich in Pflegeheimen noch immer. Und daher sind automatisch auch natürlich viele ältere Frauen von dieser Form von Gewalt betroffen. Ich habe hier die Definition auch mitgenommen, nach der wir in der Menschenrechtskommission arbeiten von Gewalt und die ist sehr, sehr weit gefasst. Ja. Werden Grundbedürfnisse eines Menschen oder seiner Umwelt beeinträchtigt, eingeschränkt oder deren Befriedung verhindert, auch schon durch bloße Androhung, so ist es bereits Gewalt. Also wie gesagt, das ist ein sehr weiter Begriff, nach dem wir vorgehen. Und das ist auch immer in diesen Kontrollen oder wenn man auch schaut, was ist Gewalt in Strukturen, in Institutionen, geht es auch meistens um den Normalitätsanspruch auch. Ja? Also wie gerade jetzt zum Beispiel Corona ist für uns alle schwierig, aber wenn ich dann betrachte, wie geht es älteren Menschen, die sozusagen außerhalb einer Institution leben, wie werden die eingeschränkt und wie werden die innerhalb einer Institution eingeschränkt, gibt es da große Divergenzen, dann würde das zum Beispiel auch schon eine Form von struktureller Gewalt sein. Damit beginne ich auch gleich mit den Formen, also es geht vor allem um strukturelle Gewalt. Was meinen wir darunter? Das sind eben so zum Beispiel Zwangsvergemeinschaftungen in Institutionen, Fehlplatzierungen. Ja. Also die wenigsten Bewohnerinnen und Bewohner in Heimen, Bewohnerinnen, ich bleibe jetzt absichtlich hier beim Gender, bei den Frauen, sind freiwillig dort. Ja. Meistens
entscheiden es die Familien oder ist es aufgrund natürlich der Umstände so? Fremde Tagesabläufe, es gibt noch immer Dusch-Badetage, Essenszeiten, Schlafenszeiten. Also müssen Sie ja Glück haben und in einem guten Heim sein, wenn Sie um 17 Uhr das Abendessen kriegen. Meistens so 16.30 Uhr, ja 17 Uhr, aber viel später geht sich schon gar nicht mehr aus von den Ressourcen, von den Tagesabläufen her. Meistens einmal in der Woche gibt es einen Dusch- oder Badetag. Spannend finde ich auch bei diesen strukturellen Gewaltformen, zum Beispiel beim Dusch- oder Badetag, wenn wir dann in Einrichtungen gehen und fragen, gibt es bei einem Dusch- oder Badetage, dann wird gesagt, ja, aber das ist nur zur besseren Planung. Natürlich können die Bewohnerinnen jederzeit auch dazwischen duschen und baden, fragt man die Bewohnerinnen, sagen die dann explizit, ich habe am Mittwoch meinen Dusch- oder Badetag, fragt man, möchten Sie vielleicht dazwischen? Ja, aber ich habe mich noch nicht fragen getraut, ja. Und das ist das auch das Problem an der strukturellen Gewalt. Die Betroffenen passen sich sehr rasch auch diesen Abläufen an und wagen dann auch gar nicht mehr sozusagen ihre Autonomie durchzusetzen. Es gibt unzureichende Konzepte, zu wenig und unzureichend geschultes Personal. Das wird wahrscheinlich in Zukunft noch mehr zunehmen. Die Dienstplanstruktur, die sehr rigide ist, wo einfach eben der Dienstzeitenwechsel am Abend um 18 Uhr ist und daher eben das Abendessen schon um 17 Uhr sein muss. Negierung auch von Präferenzen, unzulängliche Infrastruktur, fehlende Barrierefreiheit, würde man auch nicht glauben, aber wurde heute schon zum Beispiel genannt. Informationsblätter in Pflegeheimen beispielsweise sind ganz selten in leichter Lesenform geschrieben. Fehlendes auch Beschwerdemanagement und fehlende Selbstvertretung. Also wenn man zum Beispiel vergleicht mit Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, dann ist, und man würde es synonym auch natürlich betrachten, wie auch Menschen mit Demenz als Menschen mit Behinderung, dann gibt es in Pflegeheimen überhaupt keine Selbstvertretung. Ja. Dann Eingriffe in Privat- und Intimsphäre. Es gibt also in neueren Heimen, ja, aber verschließbare zum Beispiel, kein Achten auch auf Würde, wobei das dann schon eher in psychische Gewalt übergeht. Beschränkung der Kontakte nach außen, das ist momentan ein riesengroßes Problem. Behinderung von Autonomie und Selbstbestimmung, das heißt, ich kann mir nicht aussuchen, wo ich jetzt meine Freizeit verbringen will oder was ich überhaupt da drin machen will, freizeitmäßig. Fehlendes Einbeziehen in Therapieentscheidungen und fehlende Aufklärung, das passiert leider noch immer häufig, dass eher die Angehörigen aufgeklärt werden als die Betroffenen, weil man ihnen das nicht zumuten will, zum Beispiel. Dann auch Verbehindern von würdevollen Sterben, also gerade auch in Corona-Zeiten, muss ich sagen, da hat sich wahnsinnig viel, ich übertreibe immer ein bisschen, aber schon sehr, also viele Geschichten aufgetan, wo man sagt, also da ist von würdevollem Sterben gar keine Rede mehr. Leider. Überschießende bzw. unverhältnisse Maßnahmen habe ich hier eh auch hineingenommen. Und grundsätzlich ist so, dass in diesen Heimen vor allem noch an Gewaltprävention fehlt, nämlich in beide Richtungen. Gewaltprävention gegen Mitarbeiter, denn die sind ja auch immer auch häufig Gewalt ausgesetzt, gerade Menschen mit Demenz, wenn es dann noch fehlende Konzepte gibt. Und umgekehrt auch. Ja. In Krankenhäusern beginnt man schon mehr mit Gewaltprävention, meistens hauptsächlich in die eine Richtung, also Gewalt gegen Mitarbeiter. Da ist vielleicht auch noch, großteils fehlt es dort noch an Gewalt gegen Patienten, also an Präventionskonzepten. Zur nächsten Form gehe ich dann weiter. Psychische Gewalt ist zum Beispiel eine Form, nicht zuhören, nicht ernst nehmen, lächerlich machen, Einschränkung vom freien Willen, Drohungen, Sanktionen, ja, also wenn Sie, also zum Beispiel gehört von Studierenden, also wenn eine Bewohnerin nicht sozusagen konform reagiert oder brav, dann wird ihr halt das Cola am Nachmittag nicht gegeben, wo man genau weiß, das trinkt sie gerne. Fehlende Partizipation auch an Gestaltung des Zusammenlebens oder auch Missachtung von religiöser Praxis und Spiritualität. Es kommt leider auch zu körperlicher Gewalt und Misshandlungen, zu Würdeverletzungen, Eingriffe auch in die Privat- und Intimsphäre, zum Beispiel keine Privatkleidung. Es gibt Heime, da schlafen alle Bewohner in Privatkleidung. Es gibt Heime, da schlafen alle nur im Institutionsnachthemd, weil es ja so praktisch ist. Kein Sichtschutz bei der Körperpflege, also das ist auch sehr häufig.
oder dass man bei einem Zweibettzimmer jemanden pflegt ohne Sichtschutz dazwischen, weil der andere bekommt es eh nicht mit. Unwohlsein oder Schmerzen herbeiführen, auch Zwang ausüben. Also leider einige Berichte auch von Studierenden oder auch Kolleginnen, die das beobachtet haben, Nahrung gegen den Willen eingeben. Es resultiert häufig aus der falsch verstandenen Fürsorge. Ich muss ja den Bewohnerinnen etwas zu essen geben. Sie müssen ja essen. Auch fixieren natürlich. Hilfsmittel zur Mobilisation wegnehmen, dann können sich die nicht herumbewegen. Bis zu leider quälen auch körperliche Misshandlungen und dann auch sexuelle Gewalt, wobei wir da auch dazu zählen, das Verhindern des Auslebens der Sexualität. Ich möchte da eben zur Akustik den Bogen spannen. Ich habe bei Ihrem Vortrag so dran denken müssen an eine Frage, die ich einmal einer Pflegedirektorin in einem Heim gestellt habe, ob es Konzepte gibt für eben Sexualität im Pflegeheim. Hat sie gesagt, das brauchen wir nicht, weil wir haben eh nur lauter Frauen bei uns. Ja? Die haben keine Bedürfnisse mehr. Also das, das hat mich an das erinnert. Ja? Und das ist wirklich in vielen Heimen kein Thema. Ja? Auch hier parallel bei Einrichtungen für Menschen mit Behinderung ist man da viel, viel weiter schon, ja. Dann gibt es noch die Gewaltform aktive Vernachlässigung hier bewusst, zum Beispiel wirklich vorenthalten von Nahrung, Flüssigkeit, von Hörgeräten, Brillen oder Rufglocken außer Reichweite anbringen. Ja. Wir machen manchmal sogenannte Abenddienste, wo wir Abendbesuche, wo wir ab 17 Uhr durch Pflegeheime gehen und da ist manchmal schon aufgefallen, dass auf manchen Abteilungen wirklich systematisch, also manche sind Gott sei Dank weniger, aber doch systematisch Rufglocken immer außer Reichweite sind. Keine Zeit im Nehmen für Reinigung nach dem Einmessen, keine Zeit nehmen aufs WC zu begleiten und auch keine Unterstützung bei Mobilisierung. Also in den meisten Heimen kommen sie nur hinaus in Spaziergänge, wenn es ausreichend Zivilinnen und Praktikanten gibt, weil einfach die Pflegepersonen oder Freiwillige, weil einfach die Pflegepersonen keine Zeit mehr dazu haben. Dann natürlich auch so passive Vernachlässigung, das heißt, ich erkenne etwas nicht oder schätze es falsch ein, wie zum Beispiel Mangelernährung, Dekubitus, auch fehlende Schmerzprävention und Schmerzbehandlung, auch mangelnde personenzentrierte Zuwendung und Kommunikation, was gerade bei Menschen mit Demenz dann gravierende Auswirkungen hat, oder auch manchmal Verweigerung fachgerechter Diagnostik, weil man einfach gewisse Sachen nicht erkennt. Dann natürlich auch freiheitsbeschränkende Maßnahmen, da gibt es bauliche Beschränkungen natürlich auch manchmal vielleicht sogar dadurch, dass es barrierefrei nicht ist, manche oder Terrassen, die so wunderschön sind, sind oft gar nicht barrierefrei für einen Rollstuhl in Heimen. Soziale Isolation oder Einschließen, also Verschließen von Türen, Gurte, Bettgitter oder den Rollstuhl festmachen. Dann gibt es die elektronische Überwachung. Dann Security war ja auch Thema, gerade in Corona, wo eine Einrichtung auch in Wien Security unten hingestellt hat, zu verhindern, dass Bewohner die Einrichtung verlassen. Sedierende Medikation statt nicht-medikamentöser Therapie und dann manchmal, das sehen wir bei diesen Abendbesuchen, so eine Art versteckte freiheitsbeschränkende Maßnahmen, wo zwar auf einer ein Seitenteil unten ist, aber da das Nachtkästchen, das Schwere davor steht oder Schuhe weg sind. Ja. Ich möchte jetzt dazu sagen, das ist oft nicht diese Formen, die ich jetzt Ihnen geschildert habe, wo ich wahrscheinlich noch einen ganzen Tag einen Vortrag halten könnte, wenn ich die Geschichten erzähle, sind jetzt nicht so häufig, jetzt sage ich mal, Ausdruck einer sadistischen Persönlichkeit der Pflegeperson. Die kommen leider auch vor, wie man, gerade läuft ja auch ein Gerichtsverfahren, wegen Ereignissen in einem Pflegeheim, sondern das sind auch oft Ausdruck von Überforderung, von sogenannten Moral Distress, nennt man das in der Pflegeethik, also dieser Diskrepanz zwischen meinen hohen ethischen Anforderungen und hoher fachlicher Kompetenz, die ich benötige im Pflegeberuf und dann die mangelnden personellen Ressourcen, keine Supervision, 12-Stunden-Dienste, also viele Aspekte, die dazu beitragen, vielleicht nicht ausreichende Ausbildung, also die dann dazu führen, dass es einfach auch zu dieser Gewalt kommt und die strukturelle Gewalt für die da sage ich einmal, das sind großteils die Organisationen selber auch zuständig und verantwortlich. Ich versuche es ein bisschen zu erklären und Ihnen ein paar Diskrepanzen aufzuzeigen, aber aus der ethischen Perspektive.
das Pflegeverständnis, das Menschenbild, die Pflege in den Lehrbüchern hat sehr häufig den Anspruch, ganzheitlich oder biopsychosoziales Menschenbild zu haben. In der Realität sind wir auch aufgrund von Pflegepersonalsplanungen, die sich voll nur auf 4 Bereiche konzentrieren, auf das Naturwissenschaftliche sozusagen mehr hingedrängt worden. Ja. Also die Personalplanungen, die so großartig aufbauen, bauen nicht auf diesen Aktivitäten des täglichen Lebens, die 12 sind, auf, sondern nur 4. Das ist Mobilisation, Ernährung und Kleidung. Und da ist zum Beispiel Sexualität überhaupt kein Thema. Ja, also das wird nicht einmal irgendwie damit berücksichtigt, zum Beispiel das Aspekt. Und dadurch bewegt sich natürlich auch die Pflegepersonen in diesen Bereichen. Von der Medizin- und Pflegeethik her, die orientiert sich an der Autonomie, an der Fürsorge, also das Wohltätigkeit, nicht schaden und Gutes tun und an der Gerechtigkeit. Also an dem sollten wir eigentlich unser Handeln ausrichten. Und bei der Autonomie ist es eben gerade in Pflegeheimen einfach auch diese Selbstbestimmung zu fördern. Das bedarf auch viel auch fachlicher Kompetenz. Eigentlich sollten Patienten, Patienten oder Bewohner, Bewohnerinnen nur mit ihrer Zustimmung behandelt werden. Das wird eben auch oft vernachlässigt. Genauso gehören sie auch in die Pflege mit einbezogen. Bei Menschen mit Demenz ist das sicher noch mehr eine Herausforderung, die vielleicht möglicherweise nicht mehr so autonom entscheiden können, weil sie die Folgen ihrer Handlung nicht mehr sehen können, aber die sehr wohl selbstbestimmt handeln können. Also die können sehr wohl angeben, wenn sie selbstständig die Abteilung verlassen wollen oder wenn sie etwas nicht möchten, essen möchten oder nicht angezogen werden möchten. Und das sind dann die großen Herausforderungen. Und bei der Fürsorge sollte sich eben diese orientieren an der Achtung der Würde des Menschen, zwischenmenschliche Beziehungen und ist eigentlich das Kernelement oder wichtiges Element der Pflege genannt, aber eigentlich ein Kernelement der Pflege. Und eben manche der Gewaltformen entstehen auch aus dieser Betonung der Fürsorge, wo ich mich einfach über die Autonomie hinwegsetze. Und sage, der braucht aber jetzt was zu essen oder der muss jetzt unbedingt gewaschen werden, auch wenn er nicht will, gibt auch die umgekehrte Form. Und das nennt man dann sozusagen diesen Paternalismus oder ich sage auch oft Maternalismus, weil ja in der Pflege auch sehr viele Frauen tätig sind, mehr Frauen als Männer. Die Gerechtigkeit, das ist ja auch die Verteilung der Ressourcen, das ist sicher sehr auch einer wichtiger Aspekt, wenn man auf die strukturelle Formen der Gewalt geht, weil wie kommt es dazu, dass die Personalbesetzung zum Beispiel in 9 Bundesländern so unterschiedlich ist und dass sie beispielsweise, ich glaube Steiermark, Kärnten, Burgenland haben die schlechtesten Personalbesetzungen und da haben sie eine Pflegeperson in manche Pflegeheime für 120 Bewohner und eine Diplomierte ist auf Rufbereitschaft. Also da kann man teilweise ja gar nicht mehr Pflege irgendwie in einem sicheren Bereich wahrscheinlich machen. Dann die Leiblichkeit ist auch ein wichtiger Aspekt. Da glaube ich auch gerade in Corona-Zeiten, dass das leider auch verloren geht, dieser Aspekt auf diesen Bezug auf den Körper und auf die Kommunikation darüber. Ich habe Ihnen hier, man kann es ein bisschen schlecht lesen, aber hier einfach aufgezählt, was sind so Einflussfaktoren, eben was beeinflusst die Pflege heute und Sie sehen da von Fortschritt über Wandel bestehender Werte, Normen, aber auch ständige Erweiterung des Beruflichen und eben das erfordert eine hohe fachliche und hohe ethische Kompetenz, um auch die Probleme in komplexen Situationen zu erkennen. Und das ist natürlich auch ein Teil einer Gewaltprävention. Ich habe Ihnen hier noch ein Slide mitgebracht, um diesen moralischen Moral Distress anzusprechen. Das ist eben dieses, wenn die ethische Sensibilität vorhanden ist, aber externe Faktoren hindern mich daran. Und daher sage ich immer, ganz, ganz wichtig ist, dass die Organisationsethik auch gefragt ist. Ich kann dann, wenn wirklich Gewalt in Pflegeeinrichtungen oder Institutionen, Krankenhäusern oder Wohngruppen entstehen, dass nicht auf die individuellen Personen nur die Verantwortung ablegen, sondern sehr wohl auch schauen, wo ist die Organisation auch dafür verantwortlich. Ich habe Ihnen hier ein
ein Zitat aus dem ICN-Ethikkodex, also den International Council of Nurses, mitgebracht, wo wir einfach auch verpflichtet sind, auch von dem her, dass wir auch auf die Menschenrechte Rücksicht nehmen und auch auf die Wertvorstellungen, Sitten und Gewohnheiten. Kurz eingehen auf die Präventionsmaßnahmen auf individueller Ebene, die fachliche Bildung und die ethische Bildung, wobei hier drei Formen der ethischen Bildung sind, also der Vortrag, konventionelle Face-to-Face, aber auch klinische Ethikkomitees, wo ich Fallbesprechungen mache und die Eigenerfahrung, wo ich mich auch vielleicht einmal fixieren lasse als Pflegeperson und erfahre, wie unangenehm das ist. Organisationsethik und letztendlich auch die gesellschaftliche Verantwortung, wie viel ist die Gesellschaft zum Beispiel bereit, in Ressourcen hineinzustecken, auch in Heime und auch vielleicht hier mehr Autonomie zuzulassen, zum Beispiel jetzt auch in dieser Zeit und sie nicht alle irgendwie einzusperren und an Todesfällen zu zählen. Was ich auch noch hinweisen möchte, man bräuchte auch einmal einen gemeinsamen Aggressions- und Gewaltbegriff, dann im Leitlinien für den Umgang mit Aggression, Gewalt, eine Kultur der Offenheit, also wenn Leitungen sagen, mein Personal ist zum Beispiel auch keiner Gewalt ausgesetzt und sagen gleichzeitig 80% sind Bewohner Menschen mit Demenz, dann wird wahrscheinlich da auch etwas nicht passen in der Wahrnehmung, ja. Klare Präventionsstrategien, auch zum Beispiel auf Räumlichkeiten zu achten, sorgfältige Personalauswahl und dann natürlich klare Arbeitsorganisation, aber auch Durchbrechen von alten Strukturen und viele Einrichtungen machen das auch schon, indem sie Dienstzeiten verändern, Essenszeiten verändern. Ist halt alles ein bisschen mühsam und manchmal gibt es da auch Widerstände von natürlich den Bewohnerinnen und Bewohnern, weil die gewohnt sind, um eine bestimmte Zeit zu essen. Dann natürlich andere Konzepte anwenden. Ich muss am Pflegeverständnis, am Menschenbild auch arbeiten, an den Leitbildern. Schutzkonzepte sind überhaupt noch kein Thema. Das sollte es aber sein, in diesen Einrichtungen einfach präventive Schutzkonzepte zu erstellen. Auch Coaching, Supervision, das ist für mich auch wichtig unter der Selbstpflege. Wie gehe ich mit Gefühlen und Grenzsituationen um? Also Supervision zum Beispiel ist ein Tabuthema in der Pflege, da sind sie resistente Pflegepersonen, aber auch Fehlerkultur einzuführen, Fallbesprechung. So, jetzt habe ich eine Minute, glaube ich, überzogen, meinen Vortrag. Abschließen möchte ich mit diesem Zitat vom Schweizer Berufsverband: Die Würde des Menschen und die Einzigartigkeit des Lebens stehen im Zentrum allen pflegerischen Handelns. Und trotz der Geschichten zu Beginn meines Vortrags möchte ich sagen, dass das wirklich auch für den Großteil oder für fast alle Pflegepersonen noch auch gilt, dieser Satz. Dankeschön. Dankeschön. Wir wären jetzt bereit für Fragen. Wir haben jetzt nur, also im Moment einen Kommentar wegen Essenszeit, das auch durch die Dienstzeiten der Küche beeinflusst sind, weil die ja natürlich nicht 24 Stunden im Dienst sind. Genau, also das stimmt, und das ist das, was ich eben unter Organisationsethik meine, ja. Auch zu überlegen, wie kann ich da irgendwie flexibler sein, dass der Koch nicht um 3 Uhr am Nachmittag aus der Küche geht, sondern vielleicht auch hier einen Spätdienst einführen. Und auch hier, das haben ja auch viele, dass man zumindest im Kühlschrank auf der Station hat oder so, wo man sie natürlich auch also Kleinigkeiten auch bekommt, ja. Aber hier, das ist eine Frage auch der Organisation. Wann geht der Koch zum Beispiel aus dem Dienst? Ja. Gut. Also, wir haben 2 Fragen. Vielen Dank für den interessanten Vortrag. Können Sie nochmal schildern, wie die Pandemie sich auf Gewalt in der Pflege ausgewirkt hat? Und was wären Ihre Forderungen an die Politik für die nächsten Monate? Naja, die Pandemie, also wir haben so Befragungen auch gemacht und ich sage es jetzt einmal sehr allgemein, also von der Volksanwaltschaft, ich sage es jetzt sehr allgemein, was mich so sehr überrascht hat, war, dass trotz der, also im ersten Lockdown, dass trotz der doch
scheinbar rigiden Vorschriften sich gezeigt hat, dass die Einrichtungen genauso, wie sie, ich sage mal, außerhalb der Corona-Pandemie umgegangen sind, welche Haltung sie gehabt haben, genauso haben sie sich auch in der Pandemie verhalten. Was meine ich damit, wenn eine Einrichtung sehr medizinorientiert war und sehr auf Sicherheit und auf diesen Fürsorgeaspekt ausgerichtet war, dann waren da sehr rigide Maßnahmen wie Besuchszeiten, sogar bei Sterbenden nur für eine halbe Stunde beschränkt, nur eine Person, obwohl der Sterbende im Einzelzimmer gelegen ist. Oder also ganz strikteste Vorlagen und andere, die schon vorher mehr den Aspekt auf die Autonomie, auf die Normalität gelegt haben, die waren da viel flexibler und offener. Ja? Also das fand ich zum Beispiel sehr spannend. Und die Schilderungen der Pflegepersonen selber sind, sie haben es teilweise, was mich jetzt auch als Ethikerin ein bisschen stört und auch als jene, die sagt, Familienangehörige sind wichtig, die haben gesagt, es ist viel ruhiger geworden in den Heimen, die Bewohner waren viel relaxter, weil es war weniger Stress, es waren weniger Termine, es waren weniger Außenpersonen, die das Ganze gestört haben. Das ist jetzt was ich nachvollziehen kann, womit ich aber nicht ganz leben kann, wenn man dann die falschen Conclusios draus zieht, nämlich es ist gut, wenn alle draußen bleiben. Ja, das ist, ich hoffe, ich habe das jetzt gut. Forderungen für die nächsten Monate, ja, ich finde, die Verhältnismäßigkeit muss beachtet werden und sehr wohl sicher auch die gesellschaftliche Diskussion auch, ich will jetzt hier nicht falsch verstanden werden, aber die Wertigkeit, wenn man dann hört, dass sogar Sterberaten zurückgegangen sind in Pflegeheimen, in Einzelnen ganz wenig, aber meistens normal geblieben. Und gleichzeitig, was bedeutet das aber das auf soziale Auswirkungen, die spirituelle Auswirkung, was bedeutet das? Also vielleicht mehr diesen ganzheitlichen Aspekt der Menschen auch wieder mehr in den Blickwinkel zu nehmen. Danke. Nächste Frage. Wow, vielen Dank. Gibt es seitens von Berufsverbänden der Pflege in Österreich eindeutige Stellungnahme zum Thema häusliche Gewalt? In etwa, das gehört zum Berufsbild, dass wir da aktiv sind und hinschauen. Also ich kenn nichts, also wo es jetzt wirklich so offiziellen Stellungnahmen gibt. Natürlich in den umgesetzt wird es natürlich schon und ich kenne es vor allem jetzt als Krankenhaus, eben mit den Opferschutzgruppen, da ist es großes Thema. Ja? Und da sind ja auch einige Krankenhäuser auch in diesem gewaltfreien Krankenhaus, in diesem Projekt drinnen, also da schon. Ich glaube, so flächendeckend ist es noch nicht zum großen Thema geworden. Und noch ein Kommentar und eine Frage. Ich war letzte Woche bei einem Pflegekongress und da war nur Gewalt von Klientinnen und Patientinnen gegenüber dem Pflegepersonalthema. Haben Sie den Eindruck, dass Gewalt gegenüber Betroffenen im Pflegebereich als Thema ausreichend diskutiert wird? Ich finde, dieser eine Aspekt ist sehr wichtig und vor Jahren hat man über das auch nicht geredet, ja, über Gewalt von Klientinnen, Patienten gegenüber Pflegepersonal. Und es ist wichtig, dass man darüber redet, weil ja, wenn ich immer ständig Gewalt ausgesetzt bin, macht es ja mit mir auch etwas als Pflegeperson. Und dann geht es eben so weit, dass ich auch einmal Gewalt ausübe. Und wenn das negiert wird, ist das auch nicht gut. Aber ich habe auch den Eindruck, dass gerade im Pflege-Community jetzt sehr auf das der Schwerpunkt gelegt wird und das andere noch überhaupt nicht oder noch wenig diskutiert wird und in den Fokus genommen wird. Und ich finde, ich habe immer, wenn ich Workshops gemacht habe vor Pflegepersonal, auch zu Sicherheit, das waren immer so Workshops mit Sicherheit für die Pflegeperson, ich habe immer versucht, diesen zweiten Aspekt genauso hineinzuholen. Ja. Aber der wird oft auch meiner Meinung nach zu wenig beachtet. Ja. Danke. Also wir kommen jetzt zu unserer großen Fragen- und Diskussionsrunde. Also wir können wieder auch gerne Fragen für die Frau Kussig und Frau Haller auch akzeptieren, wenn es noch Fragen gibt. Und eine Frage von der Frau Claudia Meyer.
Gewalt geht vermutlich eher von männlichen Patienten aus? Würde ich so nicht sagen. Also nein. Also ich überlege jetzt gerade den Geschichten, nein. Ich kann jetzt keine Statistiken liefern. Da gibt es, glaube ich, noch zu wenig. Also die Zahlen, ich kenne schon Zahlen natürlich von Gewalt an Patienten, von Patienten, Klienten an Bewohner, aber die sind alle nicht, oder an Pflegepersonal, aber die sind alle nicht in Geschlechter getrennt. Und von den Geschichten her würde ich es gar nicht so sagen. Es hängt eher mehr bei Gewalt, also meiner Meinung nach sind da manchmal so Dinge im Vorfeld passiert, wie nicht ausreichende Kommunikation, nicht erkennen, dass jemand verwirrt ist, Schmerzen, Ängste, also all diese Dinge, die auch dann natürlich aufgrund von Ressourcenmangel können dann manchmal nicht adäquat rechtzeitig abgefangen werden und dann eskalieren Situationen. Es wurde auch geschrieben, dass jemand gehört hat, dass Angrapschen von männlichen Patienten ausgeht, weil sie das ihr Leben lang gemacht haben. Wie gesagt, ich habe keine Zahlen dazu, aber ich kann mir genauso vorstellen, dass es genauso, also umgekehrt auch, es gibt halt in Relation viel weniger auch männliche Pflegepersonen, aber gerade Menschen mit Demenz verfallen da auch, haben da auch einfach manchmal Verhaltensweisen. Ich kann leider das nicht mit Zahlen, würde ich jetzt nicht so eindeutig untermauern. Mhm. Und noch eine Teilnehmerin hat geschrieben, dass es eine Studie zu Gewalt im Arbeitsplatz gibt in Deutschland und dass viel Gewalt von Patientinnen ausgehend, aber auch von Kolleginnen passiert. Also vielleicht die Person, die das geschrieben hat, könnte uns einen Link zu dieser Studie schicken. Ich glaube, das wäre sicher interessant für alle Teilnehmer. Dankeschön. Ja, gut. Ich würde gern mal zurück zur... Ich lese dann weiter, weil die Fragen nur durch den Kommentaren kommen. Laut unserer Studie Gewalt gegen Menschen mit Behinderungen in Österreich waren Männer eher körperlicher Gewalt ausgesetzt. Bei psychischer Gewalt war es recht ausgewogen, aber bei sexueller Gewalt waren überwiegend Frauen Opfer und Männer Täter. Also noch eine Studie, die ich glaube, wir alle gerne als Link kriegen würden. Also wenn Sie einen Link schicken, dann nehme ich ihn und werde dann weiter an alle Teilnehmerinnen schicken, nach dem Webinar auch. Also nur damit Sie sicher sein können. Ich hatte nur eine kurze Frage für die Frau Kussig. Wissen Sie von Programmen Programmen für ältere Frauen, die Ihnen über Gewalt beibringt, also das direkt für ältere Frauen ist, oder also über sexualisierte Gewalt? Oder gibt es noch nicht so etwas? Warte, wir hören Sie. Hören Sie mich? Ja, jetzt. Ja. Ich weiß nichts von irgendwelchen Programmen. Weiß nicht, vielleicht weiß die Birgit was. Also keine Materien oder so etwas, dass man... Nein. Okay. Nein. Also das ist wirklich Brachland. Und also so Beratungsstellen wie uns, also wir sind recht klein, fehlen da die Ressourcen. Da müssten wir irgendein Projekt wo einreichen extra. Also im normalen Alltags, in der normalen Alltagsarbeit können wir das nicht machen. Okay, aber das wär auch interessant für unser Projekt, weil wir auch das gerne ansprechen wollen natürlich. Also ja, unser Online-Kurs ist auch für potenzielle Opfer von Gewalt da, damit sie selber erkennen können, was Gewalt ist und so. Ja. Und das ist etwas, bei solchen Projekten, wenn sie vorbei sind, da kann man ja auch weiter in verschiedene Richtungen gehen und das wäre auch sehr interessant für uns, glaube ich. Also ich glaube, wir warten noch ein paar Minuten für Fragen, die
Obwohl, ich glaube, es gab auch viele Fragen während den Präsentationen, was mich sehr freut. Und die zwei Studien wurden auch gerade reingestellt. Und ich werde sie auch weiterschicken per E-Mail an alle. Super. Okay. Vielleicht gibt es etwas Letztes, das... Ja, darf ich was an die Frau Mandl fragen? Mich würde interessieren, ob Sie da bei dieser Studie, bei diesen Menschen mit Behinderungen, ob Sie da auch eben so mit einbezogen haben, Ältere oder eben auch Menschen sozusagen, das erweitert auch gesehen haben, Menschen mit Demenz als Menschen mit Behinderung. Das würde mich jetzt nur ganz kurz aktuell, aber die kann man zumindest im Chat antworten, ja. Ich habe der Frau Mandl jetzt auch Spracherlaubnis gegeben, also wenn Sie sich. Hört man mich? Okay, super. Wir haben insgesamt, also wir waren in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, sozusagen in klassischen Einrichtungen und in psychosozialen Einrichtungen der Behindertenhilfe. Insgesamt haben wir 370 Menschen mit so einem Fragebogen persönlich interviewt. Und darunter, vor allem in den Menschen, also in den Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, waren 2/3 mit intellektuellen Beeinträchtigungen und 1/3 mit mobilen und sensorischen Beeinträchtigungen. Aber soweit ich mich erinnere, waren mit demenzieller Erkrankung ganz, ganz wenig. Also da habe ich jetzt, gibt es ja keinen prozentuellen Anteil, den ich hier nennen kann. Also ich glaube, es waren schon Menschen mit demenzieller Erkrankung auch darunter, aber sicher keine Hauptgruppe. Wir haben auch festgestellt, dass vor allem eben mit demenzieller Erkrankung, aber auch Menschen, die einen ganz großen Unterstützungsbedarf brauchen und eingeschränkte Kommunikation haben, auch mittels unserer Methoden, wir haben zwar dann auch ganz viele Bildkärtchen und einfache Sprache gewählt, aber doch nicht alle erreicht werden konnten. Und ich glaube, auch für diese Personengruppe hat sich gezeigt, dass die noch höher von Gewalt betroffen zu sein scheinen. Und beziehungsweise bräuchte es da, glaube ich, noch speziellere Methoden und Studien, um das erheben zu können. Also ich glaube, da ist ein sehr, sehr großer Graubereich, also eine Dunkelziffer. Ja, danke. Darf ich was fragen? Ja, bitte. Ich würde auch gerne die Frau Ruppert fragen. Wir machen gerade eine Untersuchung gemeinsam. Also es ist ein EU-Projekt und wir haben Interviews geführt beim Roten Kreuz in Österreich. Und ich höre das dann immer wieder, eben ist mir jetzt gerade eingefallen beim Stichwort Demenz, dass das eigentlich insofern sehr schwierige zu pflegende Personen sein, weil die einfach auch sehr aggressiv sein. Und jetzt wollte ich die Gelegenheit nutzen, Frau Ruppert, Sie zu fragen, sehen Sie das auch so, dass das sozusagen erstens eine sehr große Gruppe ist und zweitens eine Gruppe, die sehr, wie soll ich sagen, die wirklich schwierig zu handeln ist? Oder ist das eher so, weiß ich nicht, eine sehr subjektive Einschätzung der von uns Befragten? Also das stimmt eben, wie gesagt, das ist das, was ich angedeutet habe, auch mit dem, wenn man sagt, 80% Menschen mit Demenz im Pflegeheim und es gibt keine Gewalt gegen das Pflegepersonal. Wobei ich jetzt, ich zögere jetzt in der Antwort, weil ich weiß nicht, was dann oft der Grund ist. Ja? Sie sind natürlich eine Gruppe, die da auch eine besondere Betreuung bedarf, aber ich frage mich oft, ist es dann die Rahmenbedingungen einfach, weil wenig Zeit ist und dann muss schnell die Pflege gehen und dann wehrt sich der natürlich und schlägt zu oder spuckt oder manchmal ist es natürlich auch ein Zeichen dieser Erkrankung, die Aggressivität, aber auch vielleicht, weil der Angst hat, Unsicherheit hat. Also gerade mit Validation zum Beispiel oder auch anderen Konzepten gibt es da gute Erfolge und das ist eben, aber es sind sicher die Hauptgruppe also in Heimen, wo Gewalt ausgeht von denen, ja. Okay, na das war aber eben wichtig, aber auch die nützliche Gelegenheit, das zu überprüfen. Ja. Dankeschön. Aber was die Ursache ist, ob das nicht an der Struktur liegt, Darf ich da auch was dazu sagen noch? Ganz kurz.
Weil wir hatten auch einige, auch da war ich selber irgendwie bei den Interviews dabei, mit Personen mit Autismus, und denen wird ja auch nachgesagt, dass sie eher ein größeres Potenzial haben. Und da kann ich der Frau Ruprecht nur zustimmen. Irgendwie, da habe ich einige Geschichten gehört, zum Beispiel in Einrichtungen, wo es ganz strikte Reglementierungen gab, wo es eben wenig personenzentrierte Konzepte gab, wenig Abweichen von diesen starren Tagesstrukturen. Und da war auch irgendwie ein junger Mann, und der wollte dann beim Essen irgendwie aufstehen. Und da wurde gesagt, nein, er muss dann irgendwie sitzen bleiben, wohlwissend, dass der eben an Autismus irgendwie leidet und dass der irgendwie sich schwer tut, irgendwie sich an Regeln zu halten. Und dann stand er auf, dann kam es zur Eskalation, sehr viel Aggression, dann wurde er in einen Timeout-Raum gebracht. Dort hat er so lange gedoppt, bis er einen Schlüsselbeinbruch hatte. Und da kam dann irgendwie auch von der Heimaufsicht, und da war ganz klar dann, dass es ja andere, mildere Möglichkeiten gegeben hätte, um das zu vermeiden. Also auch hier ganz klar rausgekommen, eben, was Sie gesagt haben, mit diesen paternalistischen Vorstellungen auch, aber auch zum anderen, dass es an der Struktur liegt. Also ich glaube auch, dass es ganz oft Möglichkeiten gäbe, mit mehr Ressourcen des Personals, mit besserer Ausbildung, dass man da vielleicht ganz viel auch Gewalt und Aggression verhindern kann. Danke. Wir haben es jetzt auch möglich gemacht, dass man sprechen kann. Das macht den Diskurs ein bisschen leichter als das Ganze herumtippen. Also lasse ich mal die Michaela sprechen. So. Worden ist. Okay, wir hören Sie, Michaela. Okay, jetzt hat umgeschalten das Zoom. Ich habe in Pflegeheimen und extramuralen Bereichen und so weiter gearbeitet. Oft ist es das zu wenig Wissen, wie geht man um von Fachpersonen. Ich erlebe es auch heute noch und nicht nur in den 80er, 90er Jahren. Und sehr oft die strukturellen Bedingungen, die eine Schnelligkeit verlangen, die Menschen nicht gebrauchen können, weil es einfach langsamer abläuft und dann kommt es zu Gewalt. Und sowohl von Patienten, Klienten, als auch vom Personal. Und für mich hat es immer schon begonnen, wenn nicht gewartet wurde, wenn angeklopft wurde und sofort ins Zimmer gestürmt. Oder was ist bitte dabei, wenn man bitte nicht Störenschild auf die Tür gibt? Das habe ich in der Schweiz erlebt, in dem Fall in einem Rehabilitationszentrum, wo das Personal auch völlig überfordert gewesen ist. Wie, die haben einfach Geschlechtsverkehr gemacht, das war ein junges Pärchen. Und die haben sich furchtbar aufgeregt, wo ich gesagt habe, bitte, gebt doch ein bitte nicht Störenschild. Die Frage ist nur, wird es dann auch von allen Kollegen eingehalten? Weil was dann gekommen ist, A, wir sind nicht zuständig, und B, und wenn was passiert? Danke. Dankeschön. Noch Kommentare oder Fragen? Natürlich, also wenn Sie nach dem Webinar auch Fragen haben, können Sie die mir schicken und ich leite sie dann weiter zu der Person, an die die Frage geht. Also das ist, nur weil das Webinar vorbei ist, bedeutet nicht, dass die Fragen enden müssen. Das stört mich überhaupt nicht. Etwas, das ich fragen will, und ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig ausdrücken kann. Ich denke auf Englisch, weil ich zu lange in Amerika gewohnt habe. Aber ich würde gerne wissen von all drei von den Vortragenden, gibt es eine positive Development? Etwas Positives, das vielleicht in den letzten Jahren passiert ist. Damit wir ein bisschen positiv ausklingen können. Weil ich meine, es ist schon positiv zu wissen, dass Vergewaltigung nicht mehr Notzucht genannt wird, zum Beispiel. Das ist etwas, das ich überhaupt nicht gewusst habe. Das war total schockierend für mich. Ja. Darf ich also, kurz was sagen? Schaller. Ja, ich bin auch Lehrerin für Gesundheitsberufe, und in den Beginn also des Unterrichts war im Curriculum schon immer Gewalt ein Thema. Ich selbst habe 82 diplomiert
unterrichtet dann in den 90er Jahren und da hat das einfach immer mehr Raum im Unterricht als Prävention, als Vorbereitung bekommen. Da hat schon was geändert. Das war in meiner Ausbildung noch nicht so Thema früher. Allerdings darf ich anmerken, es kommt immer sehr von der Person, die den Unterricht abhält, drauf an und wie Erfahrungen, die im Praktikum gemacht werden, reflektiert und begleitet werden. Danke. Also ich würde gerne zur Frage von der Lina zurückkommen. Ich habe es ja eigentlich eh schon gesagt, ich habe mir ja eine Zeit lang die Ergebnisse von unserer Studie ein bisschen damit schön geredet, dass sich ältere Frauen, die während des Zweiten Weltkriegs geboren sind, eine ganz andere Ausgangsposition haben, wie ältere Frauen, die 1960 geboren sind. Nach der Definition von den EU-Projekten ist man nämlich mit 60 plus schon älter zumindest. Man kann Geburtsjahr 1940 und Geburtsjahr 1960 kann man nicht miteinander vergleichen. Das sind für Frauen völlig unterschiedliche Situationen. Das sind sowohl gesellschaftliche Bilder, dann glaube ich hinsichtlich Gewaltsensibilität, also sozusagen was empfindet die Frau selber als Gewalthandeln, also sehr verändert. Ich habe schon erwähnt, die Bildungssituation, die Berufstätigkeit hat sich verändert. Alles das sind positiver. Was mir Sorge macht, und das habe ich auch schon gesagt, ist eben das, dass diese wirtschaftliche Unabhängigkeit, die natürlich eine Grundvoraussetzung dafür ist, dass ich mitrennen kann, um dann in Würde zu leben. Ja? Und nicht einfach sozusagen, ich will ja nicht sozusagen aus einem normalen mittelständischen Leben in Armut getrieben werden. Und das ist wahrscheinlich für viele ein guter Grund, sich nicht zu trennen. Ja? Aber sozusagen Voraussetzungen für ein würdiges, materiell abgesichertes Leben, das wird halt jetzt wieder sozusagen wackeliger mit Schlagwörtern Neoliberalismus, Covid-19 und so weiter. Aber insgesamt ist es auch für mich schon eine positive Entwicklung, klar. Danke. Frau Kusik? Auch noch was Positives. Nein, ich möchte Birgit total zustimmen. Also ich bin Jahrgang 1965 und jetzt alle Leute, die ich kenne, und ich bemühe mich wirklich immer eben auch aus anderen Schichten Leute kennenzulernen, nicht nur in meiner Blase zu sein. Also da denke ich mir, da kommt auf die Pflegeeinrichtungen mit meiner Generation schon was zu, weil wir lassen uns bestimmte Sachen sicher so nicht gefallen, wie das jetzt abbrennt. Rebellion. Also wir wollen das sicher mehr mitbestimmen und auch mehr tun, solange wir das noch können. Also im Heim auch Sachen, Aufgaben übernehmen, Sitzungen haben, Teamsitzungen, ein Rat gründen, was weiß ich. Gut, dann schließe ich gleich an. Hoffe ich, ja. Ich denke, immer hoffentlich wechseln sie dann immer die Bilder aus und der wechseln von den alten Blasmusik dann auf ACDC in den Pflegeheimen. Aber ja, ich möchte schon positiv auch sagen, ich nehme natürlich immer in meinem Vortrag auch die negativen Beispiele, aber es gibt sehr wohl schon positive Beispiele, wo es eben Einrichtungen gibt, die so ein Bitte-nicht-stören-Schild haben, die sich bemüht haben, auch bei, wenn Bewohner in Zweibettzimmer sind, dass sie zum Beispiel irgendwo ein eigentlich Besucherzimmer umgebaut haben, wo sich die zurückziehen können und so weiter. Ja. Aber und da merkt man schon, dass es bei manchen schon jetzt da auch ein zumindest ist die, ich sage jetzt einmal, ein Denken in Richtung, ich weiß jetzt nicht, wie es ausdrücken soll, ein normales Sexualitätsleben zu ermöglichen. Mhm. Ja. Schwierig wird es dann sicher, wenn es dann in Konflikte oder wenn Menschen mit Demenz dann oder auch andere übergriffig zum Beispiel werden, das war auch Beispiele, da glaube ich, ist dann noch die große Herausforderung, wie geht man damit. Ja. Aber es gibt positive Beispiele schon auch, ja, möchte ich, ich soll ja positiv abschließen, nicht? Ja. Genau. Danke. Ja, danke für die positiven Kommentare. Ich glaube, wir brauchen das besonders in Wien im Moment. Und ich will mich noch wieder herzlich bedanken bei den Vortragenden.
es war super, dass Sie so schnell mit mir organisiert haben und dass Sie auch so interaktiv sind. Das passiert nicht immer in Webinars. Auch an die Zuschauer, danke für die Chats und die ganzen Fragen. Und ich glaube, es wäre okay für alle, wenn wir 10 Minuten vor 12.30 Uhr beenden und vielleicht schnell Mittagessen gehen. Auf jeden Fall können Sie mir immer eine E-Mail schicken oder an die Office-E-Mail, mit der Sie in Kontakt sind, wenn Sie auf diesem Webinar sind. Und ich hoffe, Sie in weiteren Veranstaltungen wiederzusehen. Digital so wie im echten Leben hoffentlich wieder einmal. Analog, danke. Danke. Also auf Wiedersehen und einen schönen Tag wünsche ich noch allen. Euch auch allen. Tschüss. Wiedersehen.